Gut. Jo, hi Venom, hi, hallo Chat, ja, schreibt da, ja, Servus, ja, grüße Gott, ja. Perfekter Einstieg. Ich wünsche euch, nein, falsch. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Baldur's Gate, die Enhanced Edition, die Enhanced, ja. Die Enhanced Edition, ja, was wir jetzt seit 10 Streams quasi spielen und mittlerweile in Kapitel 5 angekommen sind, ja. Ich grüße alle Leute im Chat, ich grüße alle Leute auf YouTube, falls das irgendwer sieht oder nicht sehen sollte, ja. Never mind, ja. Wir haben quasi in der Mine aufgehört, hier unten. Wie ihr sehen könnt, wir sind Kapitel 5. Hoi hoi, ja. Naja gut, hab auch zwei Spyro-Figuren. Irgend so zwei Ösis haben mir das auch eine geschenkt. Voll cool. Ja, diese zwei Ösis, gell? Was die sich immer einfallen lassen, ja. Die trauen sich immer was, ja. So, wir haben hier aufgehört, ja. Und da war noch beim letzten Mal quasi die Überlegung in Form von wegen Nira und Wurfpfeil. Das habe ich noch einmal gecheckt gehabt, ja. Für ob das auch wirklich das Richtige ist in Form von Fertigkeiten, die ich ihr gebe. Und ja, es ist das Richtige. Es sind Wurfpfeile und nicht Wurfdolche, ja. Wer die wohl waren? Ja, keine Ahnung, Fino. Ja, ich weiß auch nicht, von was du redest, Tommy. Keine Ahnung, ja? So. Lasst mich das Ganze noch, dass da mal systematisch durchgehen. Minsk, gehst du bitte, ja? Glaube, da haben wir alle. Ah, das können wir noch einstecken, ja? Wir wollen hier nichts liegen lassen, ne? Nicht so viel reden und mehr kämpfen, sagt er, ja? Jo, ansonsten, ich hoffe, an jedem von euch geht's gut. Ja, was für ein Glück, eine Frau zu sein. Ich glaube, da drin war jetzt nichts mehr, ja. Dann haben wir noch hier diesen Stefan, der was da unten irgendwie stand, ja. Mit dem wir. Ja, genau. Die beiden Ösis müssen dich ja sehr mögen, wenn du sie dir einfach so eine Spyro-Figur schenken, ja. Ja, wem ist sein Gefallen damals, wo wir es gekauft haben? Ich habe das gesehen gehabt und ich habe instant an Tommy denken müssen, ja. Gut. Als kleiner Recap für alle, die was beim letzten Mal nicht dabei waren. Wir haben es geschafft, die ominöse Mine im Mantelwald quasi lahmzulegen, ja. Die ja offensichtlich von dem Eisenthron, der was irgendwo in Baldur's Tor agieren soll, quasi mitarbeiten soll, ja. Und haben einen gewissen Magier namens Devaorn besiegt, ja. Der hier so, ja, mehrere Sklaven immer gefangen genommen hat und sie quasi schuften lassen hat, dieses Eisenerz aus der Mine herauszuschürfen und somit quasi, ja, natürlich an die Meistbietenden zu verkaufen, ja. Jetzt wissen wir ganz, ganz viele Namen, wie zum Beispiel Rilta, der soll ja angeblich auch mit diesem Eisenthron zusammenhängen, ja. Davaorn, Sarevok, Tazok, also Rilta war ja quasi der jetzt, ja. So, Fino, wenn ich Millionär wäre, würde ich der Welt helfen, meinen Teeladen oder ein neues Spyro-Spiel supporten, wo natürlich Copeland den Soundtrack dann macht, ja. Tommy, wenn du Millionär bist, kannst du dein eigenes Spiel machen, ja. Mit der Kohle, was du willst, ja. Das wäre so ein Traum von mir, ja. Gut, wir werden erst einmal herausfinden, wer dieser ominöse Stefan überhaupt ist, ja. Wir gehen einmal mit, ja, jetzt haben wir wieder Uni dabei, jetzt muss ich wieder so tun, als ob Dorn der Anführer wäre, ja. Reden wir mal mit ihm, ja? Ihr habt Devaorn getötet. Oh, bitte. Bitte tötet mich nicht. Bitte, oh, bitte, oh, bitte. Ich schwör's, ich bin doch bloß sein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was, aber ich war doch nur sein Schüler. Wirklich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ja, ich kann euch Informationen geben. Fragt mich was. Na los, fragt mich doch irgendwas. Was war der Zweck dieser Anlage? Fangen wir mal erst mal an, was sie denn hier bezwecken wollten, ja? Ach ja, wenn ich Millionär wäre, ich würde mir einen Sportwagen kaufen. Ich würde mir gar nichts kaufen mit dem Zeug, ja? Oh ja, eine Insel. Eine Insel, wo mir keiner auf den Sack gehen wird den ganzen Tag, ja? Der Zweck? Ich glaube, wir wollten als Retter in der Not auftreten. Angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen ausrüsten oder so ähnlich. Räuberüberfälle und die Gerüchte über Annen hat sich der Eisenturm ausgerechnet, dass die Herzöge von Baldur's Tor dächten, sie bräuchten auf schnellstem Weg Waffen und Erz für den Fall eines Angriffs der amnischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen.
oder noch besser, Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der sich an der Küste als Macht im Untergrund zu etablieren. Das ist alles, was ich weiß, ich schwör's. Aha, also geht's hier quasi um Macht und Reichtum. Reichtum, Macht und Ruhm. Das alles waren die Indizien des Eisenthrons, operierend aus Baldur's Tor, ja? Ich hoffe doch, für dich, Julia. Das würde ich natürlich auch spendieren, Fino. Würde ich auch bei Julia arbeiten wollen. Noch kein Plan, was genau für ein Labor, aber ich habe schon meine ersten Mitarbeiter, ja? Ich hoffe doch, Drogen. Bringt noch mehr Kohle, ja, oder? Die sind legal und bringen... oder Globuli, ja? Ja, die sind legal, die kannst du nehmen, ja? Gut, wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr gespielt? Ich sag euch doch, dass ich nur Devorans Schüler bin. Ich bin bei ihm in die Lehre gegangen, das ist alles. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Gut, ich weiß ein klein wenig. Fragt einfach und ich werde es euch erzählen. Gut, was der Zweck der Anlage ist, wissen wir jetzt, ja? Ach, hauptlos ab, du reinerlicher Waschlappen. Ihr sterbt für eure Verbindung zum Eisenthron. Die Eisenknappheit, wer steckt dahinter? Wer dahinter steckt? Naja, der Eisenthron, schätze ich. Devoran hat diesen Ort für die regionalen Bosse in Baldur's Tor geleitet. Sie verwendeten einen merkwürdigen Zaubertrank, um das Eisen in den Lagern zu vergiften, setzten Malahai dafür ein, damit kein neues Eisen abgebaut wurde und die Räuber überfielten die Handelskarawanen, die Eisen transportierten. Und dann ist es nicht schwer, die spürbare Knappheit als echte Bedrohung zu verkaufen. Das müsstet ihr aber alles wissen, wenn ihr Malahai getötet habt. Kann ich jetzt gehen? Nein. Gut, das wissen wir, dass Malahai quasi jetzt dafür arbeitet und auch für... beziehungsweise für den Eisenthron arbeitet. Aber inwiefern arbeitet der Eisenthron für wen, ja? Corufine, ja. Und direkt die Impfstoffe dafür, ja. Bei euch geht's gerade ab, ja. Hier geht's gerade über Corona und Impfstoff und ich nehme erstmal ein Stückchen, ja. Wer war Devorans Vorgesetzter? Wer teilte hier tatsächlich die Befehle? Ich weiß nicht, ich schwör's. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Anführer des Eisenthrons Devoran hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind deren drei, aber ich kenne ihre Namen nicht. Devorn erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwert sich oft darüber, aber er nannte mir nie Namen. Wirklich nicht. Das Hauptgebäude des Eisenthron ist in Baldur's Tor. Irgendwo im Südwesten der Stadt, aber ich war nicht dort. Das ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt bitte gehen? Die Eisenknappheit, wer steckt dahinter? Ja, das sagt ja genau das Gleiche, ja. Gut, seine Rolle, er war Lehrling, ja. Wir wissen zumindest, dass der Eisenthron in Baldur's Tor operiert, ja, und Devorn Befehle quasi vom Eisenthron bekommen hat, ja. Der lügt, töte ihn, ja. Ich kann ihn gerne töten, ja. Der Impfstoff existiert schon vor meinem Plan der eigenen Zucht, wie Corufino, ja. Leute, was sagt ihr? Seid ihr auch der Meinung von den guten LPJ, ja, im Chat, ja, dass wir ihn töten sollen? Ich meine, er gibt vor, quasi nur der Lehrling zu sein, ja, von Devorn. Was ist eure Meinung dazu? Ja, ich meine, okay, er steckt da drinnen, aber das, was er zumindest sagt, ja, er gibt ordentlich was an Informationen preis, ja. Aus dem Weg, feige Memme, ja. Ihr sterbt für eure Beteiligung an diesem Plan, ja. Naja, Uni will ich ja eh alles tot sind. Ja, das ist wahr, ja. Halt, stopp! Jetzt redet Lampiot. Ah, Kaffee und Eiscreme, das ist meine Meinung. Meine Meinung, level up. Be right back. Ja, du gehst wahrscheinlich Sport machen, Tommy, ne? Heute mal Pazifist, niemand wird getötet. Oh mein Gott, was ist geschehen, ja? Na gut, dann nur aus dem Weg, feige Menge, ja? Oh, danke, danke, danke. Ich verspreche hoch und heile, mich nie wieder mit Leuten dieser Art einzulassen, egal wie gut die Bedingungen wären. Ja, werter Herr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Na gut. Neuer Tagebucheintrag. Nach dem Sieg über den Magier Devorn befragte ich... Heute ist echt nicht mein Tag mit dem Lesen, ne? Befragte ich seinen schluchzenden Lehrling. Er bestätigte vieles von dem, was ich schon wusste. Der Eisenthron ist die Organisation hinter der Eisenkrise. Doch ich glaube, der Name ist reiner Zufall. Malahai sollte die Effizienz der Mine von Nashkel zerstören, während die Räuber ankommenden Karawanen stoppten. Ja, so viel wissen wir. Die als Bedrohung empfundene Eisenknappheit sollte die Furcht schüren und das Problem verstärken.
Der Eisenthron wollte sich dann als Retter darstellen, indem er seine Eisenvorräte ankarte, um die Truppen auszurüsten oder so ähnlich. Aufgrund der Raubzüge und der Gerüchte über Amn rechnete der Eisenthron damit, dass die Herzöge von Baldur's Tor glauben würden, dass sie bald Waffen und Erz zur Abwehr eines amnischen Angriffs bräuchten. Sie dachten, sie könnten exorbitante Preise erzielen oder besser noch, Sanktionen gegen Konkurrenten und eine Erleichterung des Handelsgesetzes nur für sie. Eine schnelle Möglichkeit, sich als Untergrundkraft an der Küste zu etablieren, während sie sich nach außen den Anschein der Ehrenhaftigkeit als ein Handelskonsortium bewahren, zumindest solange man nichts entdeckte. Die drei regionalen Anführer des Eisenthrons übergaben die Verantwortung für die Mine an Devorn. Der Lehrling erzählte auch, dass Devorn zusätzlich Befehle von jemand anderem bekam und er sich häufig darüber beklagte, obwohl er keinen Namen nannte. Das Hauptgebäude des Eisenthrons liegt anscheinend in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Ja, und glaubt mir, die Stadt ist reichlich groß, ja? Wer bist du und was hast du mit Uni gemacht, ja? Bin auch mal kurz AFK. Alles klar, ja? Geht nur alle AFK. Geht was auch immer machen. Aber macht es mit meinem Segen, ja? Gut. Somit ist jetzt zumindest ein klein wenig die Story klarer, auch wenn wir immer noch nicht genau wissen, was jetzt der ganze Grund dahinter sein soll. Ja? Sind hier Fallen? Koran, kannst du mal... Oder wir machen es einfach mal auf die schnelle Art. Wir hatschen mal durch. Nö, da ist nix. Da ist auch nix. Da ist nix. Okay. Na gut. Sollten wir hier alles geplündert und gelootet haben, ja? Hey, ich bin noch da. Noch circa 10 Minuten, ja? Wohin gehst du in 10 Minuten? Auch AFK, oder wie? Meine Streams sind perfekt, um andauernd AFK zu gehen, ne? Oder musst du dann nach dem Kleinen schauen, Kai, ja? Kann ja gut sein, ja. So. Ich glaube, dass die ganzen Sklaven, was hier sind, sollten jetzt so ziemlich weg sein. Deswegen haben wir dem ja die 100 Goldmünzen gegeben gehabt, ja? Ja, hier ist niemand mehr, ja. Dann werden wir das einmal gar checken, ne? Weil jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, was ihr quasi machen könnt. Ihr könnt sagen, okay, ihr flutet die Mine, während noch alle Sklaven da sind, ja. Das wäre natürlich reichlich brutal, weil ihr sie alle ersaufen lassen würdet, ja. Oder ihr habt halt wirklich so viel Herz in euch drinnen und sagt, okay, kommt, die Leute können verschwinden. Wir fluten die Mine, zerstören damit quasi die restlichen Einkommen des Eisenthrons, ja. Und nehmen uns vielleicht ein bisschen Erfahrung mit, ja. Mutti besuchen, mit Arbeitskollege treffen und dann Arbeit. Ach so, ja, stimmt, du hast ja Nachtschicht. Hallo, wie ich sehe, habt ihr den Schlüssel. Das muss ein blutiger Kampf mit dem Meister gewesen sein und ihr müsst ganz schön hart im Nehmen sein, dass ihr das überlebt habt. Alles klar, gebt mir den Schlüssel, dann bringen wir es hinter uns. Oh, da ist noch was. Ihr habt doch mit Rill gesprochen, oder? Damit die Sklaven hier auch alle lebendig rauskommen. Wen kümmern schon die anderen Sklaven? Zieh einfach den Stöpsel, damit wir die Mine überfluten und endlich hier raus können, ja? Ja, wir haben mit Rill geredet. Macht euch um eure Freunde keine Sorgen. Denen wird nichts passieren. Hier ist der Schlüssel. Also los, ja? Nun, das wär's dann wohl. Sobald ich den Stöpsel herausziehe, müssen wir um unser Leben rennen, denn sonst werden wir genauso weggespült wie die Orothia-Zwerge. Fertig? Los, los! Dann gibt's, glaube ich, noch eine schicke kleine Katze, ja? Aber in einen Feiertag, das sind 6 Stunden 250%. Well, ja, das ist lohnenswert, ja. Oder lohnt sich zumindest, ja. Ich mag diese Kameraperspektive. Das ist ein jetzt schon wieder. Sklave, ihr habt uns gerettet. Der Rest von uns ist nach Norden in Richtung Baldur's Tor geflohen. Aber ich wurde ausgewählt, um hier zu bleiben und euch allen zu danken. Ohne eure Heldentaten müssten wir noch wer weiß wie lange in dieser scheußlichen Mine arbeiten. Ich bin nur froh darüber, dass wir nicht in diesem nassen Grab da unten enden mussten, wie die restlichen Söldner des Eisenthrons. Oh! Ruf hat sich um 2 verbessert und obendrein gibt's noch einmal sage und schreibe 2000 Erfahrung. Nimmt man doch gerne mit! Falls ihr euch jetzt fragt, ja, weil da unten gab's ja noch diesen Zwerg Jeslik, ja. Der sollte, glaube ich, jetzt irgendwo da draußen stehen, glaube ich, weil immerhin ist das ja doch seine Mine, ja. Und der wurde ja von Rilta verlassen. Beziehungsweise hintergangen, ja. Der sollte irgendwo da draußen stehen. Wenn er jetzt nicht draußen steht, dann muss man, glaube ich, das Gebiet einmal verlassen und noch einmal hingehen, ja. Dann sollte er da sein. Oder er steht, glaube ich, oder er ist generell dann da drin, ja.
Well, never mind, ja. Ich hab keinen Platz für einen Zwerg. So gern ich einen Zwerg in der Gruppe hätte, ja. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? So, gut. Das heißt, die Stadt Baldur's Tor ist offen. Ja, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, ja. Ihr könnt nämlich vorher nicht nach Baldur's Tor reingehen, so sehr ihr das auch versucht, ja. Es ist erst ab dem Erreichen von Kapitel 5 offen. Und von jetzt an, ja, gibt's reichlich viel, was man machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, okay, man hat bis hierher gespielt, ja, dann hat man genug Zeit quasi, um ja, alles Nebensächliche aufzudecken oder so zu machen, wenn man das denn gerne möchte. Muss man nicht, aber man lässt halt sehr, sehr viel Kram aus. Ja. Und bevor ich in die Stadt... Oder nein, wir machen es so. Ich werde schon Richtung Stadt zuerst gehen, ja. Aber zuerst muss ich schon mal zur Hohen Hecke. Zur Hohen Hecke um die Ecke. Na, zwei. Fehlt da wer, oder wie? Nö. Was ist jetzt mit euch, Jungs und Mädels? Keine Lust, oder was? Oder tun wir schon wieder die Berufung? Ja, danke, geht doch. So, warum ich zur Hohen Hecke will, ja? Boah, sind da mal Reisestunden 80, ja? Damn. Das sind fast sage und schreibe. Das sind über 3 Tage, was man dorthin reist, ja? Geht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja? Ich hätte eher gesagt, jetzt nicht erwartet, dass wir das ohne Unterbrechung schaffen, ja? So. Müssen alle nochmal pinkeln gehen an der Hohen Hecke, ja? Da gibt's genug Hohen Hecken, wo man ran hinpinkeln kann, ja? Aber das wäre so eine Frage, ja, was haben die Ritter damals gemacht, wenn sie pissen haben müssen in der Rüstung, ja? Ich meine, die Rüstung einfach schnell ausziehen oder dass sie einen Reißverschluss vorne gehabt haben, glaube ich, das war einfach nicht, ja? Bin mir ziemlich sicher, die haben einfach laufen lassen, ja? Garantiert sicher, ja? Ah, Koran kommt fast, ja, Level up, ja? Da kann man das nämlich auch mit bei ihm mit den... Ja, genau, Koran, der Lindwurmjäger. Aber zuerst möchte ich dorthin, ja, was haben wir denn hier? Flint. Na komm her. Dankeschön, sehr nett. Eingepisst, ja, absolut. Ich denke auch, dass das nicht anders gewesen sein wird, ja. Kann gar nicht anders funktionieren, ne. Ja. Das gehen wir mal alles im Minsk-Gebäude, ja. Boah, holy hell, ja. Vielleicht kann aber Nira da ein bisschen was... an Gold abschaffen, ja. Das Gepäck ist voll bei ihr. Ach du Scheiße, Nira. Kannst du das erkennen? Nö, natürlich nicht, ja. Sion schreibt gar nichts, ja. Er zeigt einfach nur, dass er da ist. Hallo, Sion, ja. Wieder da, bin meinen alten Fernseher los. Neues, ja. Jo, servus, Sion. Herzlich willkommen in den Stream, ja. Du hast jetzt nicht so viel verpasst, ja. Gut, ich glaube nicht, dass die Nira das jetzt alles erkennen kann, aber ich möchte gern zumindest ein paar Zauber beibringen. Ah, das kann sie, sehr gut. Coven hat nur einen hübschen Rahmen. Coven hat nun einen hübschen Rahmen für die Cam. Ja, den habe ich, ja. Habe ich mir gemacht, ja. Nira, du enttäuscht wieder mal auf ganzer Linie, ja. Du bist gleich wieder raus da aus der Gruppe. So einfach geht das hier. Was hast du hier? Sind das alles Sachen, die du schon kannst oder kennst, ja? Ah, verschwimmen kannst du noch lernen. Das ist eigentlich kein schlechter Zauber, ja? Ja, kann sie. Sehr gut. Ich glaube, soweit sollte sich das eigentlich ausgehen mit der Webcam, ohne dass die jetzt da so stark in dem Chatfenster da drin ist, ja? Da fehlt aber was. Wo ist das oben ohne Poster von Jill Valentine? Oder ist das direkt hinter deinem Stuhl? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja? Und warum sie nicht sehen, werden sie gleich sehen. Ne? Nein, ich habe kein oben ohne Poster von Jill. Was glaubt ihr von mir? Ja? Sie und immer mit deinen random Fragen da in dem Stream. Ja? Das ist unglaublich. Ja? Du stellst mich da vor meiner Freundin hin, weil du mich einfach zu gut kennst. Kann das sein, ja? Ja, das kannst du auch schon. Unsichtbares Entdecken ist das, glaube ich, ne? Ja, das kannst du das schon oder kannst du es nicht mehr? Ah, du kannst es schon, ja?
Ich bin das oben ohne Poster von Chiga. Ey, Gedanken sind frei. Ja. Ich hab's quasi gemerkt, ja. unter gewisser Weise, ja. Mann, du Scheißdrecksmaus. Ach Gott, na. So, gibt es alles mal Mira? Vielleicht kann sie irgendwas davon nicht erkennen. Mann, das gibt's doch nicht. Muss ich echt ernsthaft alles bei diesem mürrischen alten Magier identifizieren lassen? Scheint so. Was glaubt ihr von mir, dass du ein oben ohne Poster von Jill hast, ja? Ja, ich habe nicht einmal früher, wo ich da die ganzen Jill-Witze gemacht habe, habe ich was von ihr hängen gehabt, ja? Wobei, es gibt etwas auf Amazon, was ich ganz gerne hätte, aber im Moment... Nee. Wie gesagt, meiner einer ist jetzt demnächst bald arbeitslos. Ich kann nicht einfach urrassen und rumprasseln mit meinem Geld, ja? Das geht leider nicht, ja? So, die Zauber... Genau, das ist die Robe des bösen Erzmagiers, ja? Boinks, 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 kleiner Schild. Hast du irgendwas? Nein. So, zack, 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 zack. Da. So, sehr gut. Jetzt können wir die Typen erst einmal einkleistern, ja? Und am 1. Mai, Leute, hier die Tipps, 200 Euro Stream Goal und meine Amazon Wishlist, ja? Nee. Es ist, wie du sehen kannst, Zion ist es nach wie vor nicht aktiviert, ja. Bestimmt die 360 Euro Actionfigur. Nein, es gibt eine 360 Euro Actionfigur, davon weiß ich gar nichts, ja. Mit anpassbaren Boobs, ja. Oh Gott, Leute, hört auf, mich auf Ideen und Gedanken zu bringen. Zumindest einmal einen neuen Abwehrbänder, ja. So, diese ganzen Roben des Abenteuers sind reichlich unnütz mittlerweile, ja. Weil, wenn das alles passt und funktioniert, dann habe ich bald die Robe für Nira, die ich haben möchte und somit auch nichts mehr anderes brauche, ja. Da ist auch nichts. Was ist das? Das ist das für Charisma. Was hat er eigentlich, unseren Charisma? Wow, der hat 11 Charisma. Ist nicht der gesprächigste Typ, ja. Für 50 Euro mehr kommt Rebecca Chambers im Maid-Outfit dazu. Wisst ihr, das Problem ist, ich kann euch nicht einmal verübeln, dass ihr diese ganzen schlechten Jokes bringt, ja? Weil diese ganzen schlechten Jokes sind von mir. What was I thinking? Gut, wir verkaufen mal das. Valorant's Panzer, das lassen wir erst einmal. Das Katana, so sehr es mir auch leid tut, Tommy, aber das Katana muss ich verkaufen, weil ich kann es nicht brauchen. Weil auch niemand damit umgehen kann, wirklich, ja. Morgenstern. Schrott. Speer plus 1. Schrott, ja. Wir brauchen etwas Kohle hier. Kann er nicht angehen. Das Schild plus 1 brauchen wir auch nicht. Robe des bösen Erzmagiers kann keiner tragen, weil keiner von uns böse ist, ja. Ich fühle eine Störung im Universum. Bye, bye, Katana. Well, das ist ja auch nicht das Katana, ja. Also ganz ehrlich, Yamato mit einem einfachen Katana plus 1 zu vergleichen, wäre schon Beleidigung gegenüber über Yamato, sind wir uns ehrlich, oder? Nee. Also wenn wir da so von Yamato reden und wir wüssten das jetzt, also wenn man mich jetzt fragen würde als Dungeon Master, wie könnte man diese Waffe denn in ein Dungeons und Dragons Universum reingeben, dann rede ich davon dabei, okay, das wäre schon so mal so eine Waffe von Minimum plus 3 bis plus 5, ja. So, by the way, am Rande, ja. Jo, dann Kai, Brudi, alles klar. Freut mich, dass du da warst. Ich wünsche dir trotzdem eine angenehme Schicht, ja. Ein Stab der Furcht. Laufe my ass off, ja. Warum, ja? Was ist so schlimm an dem Stab der Furcht? Der hat uns oft schon geholfen, Sion, ne? Der ist gar nicht so schlecht, ja? Oder tust du schon gerade irgendwelche sexuellen Anspielungen hier machen, ja? Garantiert, ja. Ich kann Gedanken lesen, ja. Brauchst du 2 Kommentare weiterlesen, dann weißt du. LOL, Morgenstern klingt nach das, was man morgens beim Aufstehen. Wait, what? Ja, das ist. Das wäre dann der Morgenkolben, ja. Boah, so eine Morgenlatte, die hat manchmal echt was, ja. Und ich muss aufpassen, ich bin auf Twitch, ja, was ich da von mir gebe, ja.
Damn, was haben wir da alles an Scheiß klumpert bitte im Inventar? Das ist ja unglaublich. Perlenkette, Chandon, Flammentanzring, Luchsauge, Halskette der Träne Lareals, 3000, na Gönnung, einen Diamant. Jo, ich glaub, das passt, ne? Jetzt können wir uns das doch sicherlich leisten für Nira. Alles andere brauchen wir dann wirklich nimmer mehr. Robert des neutralen Erzmages. Ja, knapp. Knapp. Vielleicht können wir da ein bisschen tricksen. Sagt an. Dorn, sagt an. Wohne ich bloß in so einem Kaff. Vielleicht wird's jetzt ein bisschen günstiger. Aber vielleicht nur ein bisschen. Ja, nicht so wirklich. Egal, wir haben das Gold, um das sie leisten zu können. Kannst du ja mal so ein Rant ablassen, wie LTG hier. Ja? Okay, ich höre schon auf, ja. nee, alles gut, Sion. Ne? Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns für FSK 16 bis 22 Uhr zurückhalten müssen und wir für alles darüber bis 24 Uhr. Well, mein Stream ist auf 18, ist generell über 18 eingestellt. Also ich glaube, ihr könnt fluchen, schimpfen oder sonstige sexuellen Anspielungen machen. Ja. Ich glaube, sofern es jetzt nicht irgendwie mich dazu bringt, irgendwelche rassistischen Äußerungen zu tätigen, sollte alles gut sein. Aber die möchte ich auf jeden Fall. Guckt euch das mal an, Leute. Die Robert des neutralen Erzmagiers. Erstens mal Rüstungsklasse 5, Rettungswurfbonus reduziert und 5% Magiewiderstand. Ich meine, das ist jetzt nicht so der Bringer, die 5%, aber hey! Die Robbe ist geil. Es gibt nichts Besseres für einen Magier. Außerdem schaut Nira damit richtig schnieke aus. Das muss man schon lassen, ja. So, und hier haben wir jetzt da dieses große, ich sag mal, etwas, was wir da gefunden haben, ja. Und zwar die Pranken des Geparden. Oder auch genannt die Sieben Meinschliefeln, ja. Bo, hilf mir mal, ich kann heute nicht reden, ja. Jo, Ergo Sion, kannst das MGS4 Octopus-Mädel auspacken, ja. Wie hieß die nochmal? Laughing Octopus, ja? Ich weiß nicht, ich fand die irgendwie reidig, ja? Gut, die Bewegungsrate des Trägers wird verdoppelt. Wer könnte denn davon am meisten profitieren? Wir geben sie Minz. So, ganz einfach, ja. Habe ich jetzt mal ganz schnell beschlossen, ja? Ach, alle vier Mädels waren so... Meinst du jetzt so, naja, wenn du das meinst, dann ja, stimme ich zu. Ja. Die waren jetzt für Metal Gear Verhältnisse fand ich sie reichlich schwach. Muss man jetzt ehrlich so sagen, ja. Ich meine, ja, okay, jetzt nicht an alle Frauen, die was hier anwesend sind, die sollen sich jetzt hier nicht diskriminiert fühlen oder was, ja. Aber wenn wir schon von Videospielen reden und von Frauen, da sind die meistens sowieso immer viel zu überproportioniert und viel, viel, viel zu schlank und viel, viel, viel zu sexy, ja. Dann lieber Choir, das MGS5. Gut, die kenne ich nicht, ja. Da kann ich nicht mitreden, ja. Gut, jetzt werden sie sicherlich gleich wieder alle anfangen zum Raunzen, weil sie sagen, ich bin so müde. Der Kommandant ist der Sklaventreiber. Der schickt uns immer durch die Wildnis und lässt uns nie schlafen. Google sie bitte, Pan. Nimm dir eine Minute am Handy, ja? Okay, ich google sie jetzt mal, ja? Ich hab's Handy ja sowieso hier bei mir, ja? Irgendwie muss ich ja den Chat machen, ja? Wie heißt die wirklich? Quiet? Quasi wie das englischsprachige Wort, oder wie? Moment, ich schau mal, ja? Oh Gott, ja. Ich hab echt schlimme Befürchtungen, ja? Lasst mich mal gar gucken, ja? Das sind so diese schönen Freuden, die was man in einem Stream hat. Ja, das macht man normalerweise nie in einem Let's Play. MGS5. What the fuck, man? Alter, damit rennt die rum? Ja, das ist natürlich die perfekte Kampfausrüstung, hätte ich gemeint, ja. Mhm. Seems totally legit, ja. Jeder rennt so rum, jede Frau, ja. Kann ich mir direkt vorstellen, ja. What the hell, ja. Ja, klar. Die sieht aus wie ein Lara Croft Mod. Ey, das ist schlimmer als Lara Croft Mod. Wo kommt ihr jetzt her? Ghoul? Ja. Fresse halten, du Ghoul.
könnte eine Lara Croft Version sein. Ja, das ist teilweise sogar noch schlimmer als Lara Croft, ja. Ich meine, guck, so, das ist ihre Erscheinung im Spiel? No way. What was Kojima thinking, ja? Ich meine, hier könnt ihr mich verurteilen. Ich habe MGS 5 nie gespielt, ja. So, gut, bevor wir jetzt nach Baldur's Tor gehen, oder habe ich... Oh ja, ich habe ja gesagt, wir gehen dorthin, beziehungsweise geben wir Korans Nebenquest auch noch ab, ja. Gut, das war, glaube ich, am Tempel. So, ich hoffe, der Chat ist jetzt nicht irgendwie hängen geblieben, weil ich das Ganze jetzt neu aufgemacht habe, ja. Vielleicht, wenn jemand mal so nett wäre, um etwas zum Schreiben, ja, damit ich sehe, dass das Ganze wieder aktuell... Chat is alive, das ist immer gut, ja. Ah, me likes a live chat, ja. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. Ihr müsst mächtige Helden sein, da ihr solch ein Ungeheuer zu Fall gebracht habt. Ich nehme den Lindwurmkopf und überreiche euch eure wohlverdiente Belohnung von 2000 Goldmünzen. Holla die Roh, bums die Waldfee, ja. Am besten gleich die vier, was dort stehen, ja. Jetzt sind wir schon wieder bei irgendwelchen Waldfeen und Oberweiden und sonst was, ja. Jo, danke dir, Tommy, dafür, ja, weil, wie gesagt, über dem Handy ist das immer so ein bisschen, ja, umständlich. Und das ist nicht so, weil ihr vielleicht denkt, ich habe keine Lust, das irgendwie anders zu machen. Ganz im Gegenteil, ich kann es nur dann. Gawain, welches Obst ist dein Liebstes und welches ist zu ranzig, als dass du es isst? Ranzig kann ich einfacher beantworten als das, was ich gerne habe. Ranzig sind für mich Bananen. Also zumindest die Bananen, die was es hier zu kaufen gibt. Wenn man wahrscheinlich mit mir in die Karibik oder was fahren würde, würde ich Bananen sicherlich probieren. Ich hasse Bananen, ja. Meine Eltern meinen, ich habe früher eigentlich nur Bananen gegessen gehabt, ja. Was wahrscheinlich auch stimmen wird, weil man... Wobei, ich bei meinen Eltern bin ich mir nicht immer so sicher, die erzählen mir den haufenweise Stuss und Blödsinn, ja. Aber ich hasse Bananen. Ich kaufe mir auch niemals Bananen. Nee, kommt mir gar nicht in den Kram, ja. Und nach Bananen hätte ich gesagt, kommt definitiv jetzt von ranzig Mangos. Ich kann Mangos absolut nicht ab, ja. Viele Leute mögen sie und lieben sie, ja. Ich persönlich mag den Geruch einer Mango überhaupt nicht und auch den Geschmack nicht, ja. Ich finde Mangos viel zu dominant im Geschmack, ja. Das gibt's oft bei so asiatischen Gerichten oder so etwas, dass du sagst, du hast irgendwie so gebratene Ente mit Mango. Ich finde, so wie das da ist, schmeckt einfach alles nach Mango, ja. Mango, schwierig, kommt bei mir auf den Reifegrad an. Na, bei mir ist es, ich riech sie nur und ich denke mir, oh Gott, ja, das ist so, so eine Mango, finde ich, verseucht irgendwie alles, ja. Mach so ein Obstsalat oder was, und ich esse gern Obstsalat eigentlich, ja, und lass die Mango da drinnen. Irgendwann schmeckt alles nach Mango. Nur noch mehr, ja, und das mag ich einfach nicht, nö. Wir werden erstmal rasten, ja. Und wenn es jetzt um deine Frage geht, was ist mein liebstes Obst? Das ist relativ schwierig, ja. Da ich jetzt doch einer bin, der was sehr viel gerne isst, ja. Sagen wir es mal so, in Form von liebstes Obst, was man jetzt regulär mal bekommen kann, ja. Schmeckt zum Sushi zum Beispiel nicht schlecht, weil der Reis und das Reisessig den Geschmack nicht. Ich finde, es ist trotzdem viel zu dominant, ja. Mango-Sushi, what the fuck? ich kenn's, ich hab's schon mal gekostet, aber auch für mich ist es nach wie vor... Nein, viel zu dominant, ja. Und in Form von jetzt, welches Obst ich gerne hab, ja, was jetzt bei uns regional oder... Also regional ist natürlich, ja, und was man ständig bekommt, würde ich wahrscheinlich sagen Nektarinen. Also Nektarinen esse ich unglaublich gerne, ja. Aber auch so ein simpler, einfacher Apfel oder eine Orange oder so etwas, ja, ist definitiv auch ganz weit oben bei mir, ja. Wenn es jetzt in Form von exotischen Sachen geht, würde ich wahrscheinlich so in die Richtung
Drachenfrucht Ananas tendieren, ne? Na, gebt mir mal alle eure Räuberskalpe, ja. Die könnt ihr auf jeden Fall mal gebrauchen, ja. Ich meine, immerhin sind es doch ein bisschen Geld, ja. Nie gehört, klingt für mich ein bisschen seltsam, ja. So zum Beispiel, ja. Das kriegst du hier sau oft in Restaurants. Bei uns nicht sau oft, also... Das wäre jetzt da vielleicht eine andere andere Sache, weil ich esse ja doch sehr gern, ja, asiatisch, koreanisch, vietnamesisch und sonst irgendwas, ja. Wobei ich finde, es nimmt sich jetzt alles nicht sehr viel im Unterschied jetzt davon, ja, wie was zubereitet ist. Bei den meisten Sachen hast du immer Chili und Ingwer und sonst was dabei oder hier diese Shiitake-Pilze und so etwas, ja. Und by the way, dieses Gebiet, wo ich mich hier gerade befinde, ja, ist Ankeg City. Hier gibt's haufenweise von diesen Scheißviechern, ja. Und das ist ein ziemlich, ziemlich guter Ort, um, ja, auch im Prinzip Erfahrung zu sammeln. Maus, könntest du. Aber lasst mich nur kurz diese Ankicks erledigen, dann erzähle ich euch, was ich sagen wollte, ja. Na komm, das schafft's ja, das sollte ja nicht so die Schwierigkeit sein. Hallo, Ankick? Ah, da. Wenn es jetzt in Form von Splash, ja. Da seht ihr, ein Ankick bringt fast 1000 Erfahrungspunkte, ja. Keksis! Ja. Wenn es jetzt in Form von so Sushi und so weiter geht, ja. Sushi bin ich eigentlich relativ offen. Ich esse gern alle möglichen Formen von Sushis, ja. Es gibt aber bei einem Sushi, da müsst ihr mich zurückhalten, ja. Ich weiß nicht, ob man da direkt noch Sushi dazu sagen kann, aber meine Frau kann es sagen, ja. Okay, ich weiß, mit wem ich nicht Sushi essen gehe, ja. Ja, den Butterfisch mag ich, aber von dem rede ich jetzt nicht, liebe Frau, ja? Es ist quasi auch das gleichnamige Emoji. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ja? Gut. Naja, welches Emoji gibt es hier jetzt auf Twitch? Ja? Es beginnt mit K, macht so ein blödes Gesicht, ja? Und jetzt stellst du dir in Sushi-Form vor, ja? Mit dem Namen, ja? Ich hab doch nicht gesagt, dass es mein Favo Sushi ist, ja. Kacke, Elb. Von wo war das nochmal? Mir kommt das bekannt vor, ja. Kacke, LP, ja. So, wir werden erst einmal schauen, dass wir die Leute hier wieder ausrauben können, weil das ist immer richtig und wichtig, ja. Und ich glaube, meine Frau kommt nicht drauf, ja, was ich jetzt meine mit welchen Sushi. Na, ich stehe gerade im Schau. Kappa, Rolle. Macht's jetzt Klick. Große Gefahr mitgebracht, große Schönheit. Ja, jetzt kommt's. Ah! Große Gefahr mitgebracht, große Schönheit, ja? Große Gefahr mitgebracht. Na, sag ich doch, ja. Gibt's hier irgendwas? Wow, mächtig, Kugeln. Ich dachte, du redest von meinen Essens-Emoji. Was für ein Essens-Emoji? Allgemein ein Essens-Emoji. Ein Emoji, was Essen repräsentiert. Achso, nein, nein, nein. Ohne Witz, ich nehme meine Essig-Chips und Fassbrause und ziehe ins All. Ich fühle mich mit meinem Essen hier nicht toleriert. Ja, Tommy, dann frisst du so grausiges Zeug. Ja. Da! Nimm dir ein Level Up am Stiesel, das schmeckt nach so Watermelon Punch, ja. Mal schauen, ich krieg vielleicht nächste Woche sogar zwei neue. Einmal Coconut Kokos wollte ich jetzt sagen. Coconut Blueberry und das andere heißt Nuclear Edition, das schmeckt irgendwie nach so Zitrone, Limone, ja. Hm. Pfui, danke, dass du den Apfel Welt mitnimmst, Tommy. Boah, der war hart, Sion, ja. So, bevor ich es vergesse und auch mit denen hier weiter quatsch, ja, weil ich sag mal zumindest, was ich vorhabe heute in den Stream, ja. Ich möchte zumindest schauen, dass wir in die gleichnamige Stadt kommen, namentlich Baldur's Tor, wer hätte es gedacht, ja. Und so anfangen, ein paar der wirklich allerbesten Gegenstände im Spiel zu bekommen, ja, weil, ja, wir sind eigentlich auf gutem Wege, das Spiel langsam aber sicher doch zu beenden. Wir haben noch einen relativ längeren Weg vor uns, was das angeht, ja. Aber wenn ihr in Baldur's Tor seid, dann habt ihr schon so circa, sagen wir, ja, 70% des Spiels fertig, ja. Hab's zensiert, ja. Die ist Abfall der Welt. Nee, sorry, DSP nehme ich nicht mit.
wer wohl die Nuclear Edition haben wollte. Ja, wer könnte das sein, ja? Was ich euch nur zeigen wollte, hier unten, irgendwo da steht, glaube ich, so ein Habakuk da, ja, genau. Ajantis ist ein Paladin, den könnt ihr mitnehmen, der ist nicht schlecht, allerdings ist er rechtschaffen gut und verträgt sich mit keinem einzigen bösen Charakter in der Gruppe. Na, für den Fall, dass ich das noch nicht erklärt habe, meistens ist es so, dass die guten Charaktere in dem Spiel irgendwie nie groß Faxen machen, ja, verglichen mit den bösen Charakteren. Dafür sind die guten Charaktere in dem Spiel halt einfach schlechter als die bösen. Es ist so, man kann nichts machen dafür. Ich habe deswegen immer ganz gerne einen guten Mix aus allem halt, ja. Wie ihr sehen könnt, halt eben mit zweimal chaotisch neutral, neutral gut, chaotisch gut und zweimal neutral böse. Es ist eine, ja, Geschmackssache, ja. Ich muss Koran endlich eine Seite in meinem Buch widmen. Na, mach das, ja. Tommy, was sind so deine drei liebsten Gerichte, ja? Na, jetzt bin ich gespannt, ja. Gott, was ist mit euch, ja? Wir können nicht ewig so weitermachen. Seht ihr nicht, dass mich schwere Sorgen plagen? Lasst mich in Ruhe. Und was sagt ihr hierüber? Jebado, nicht Jedobar. Ich habe den D und B vertauscht. Scheinen ziemliche Raubeine zu sein, aber vielleicht können sie uns bei der Lösung des Problems helfen. Ach ja, das Problem, verzeiht mir meine Betragen, aber wir sind arme Leute, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zu Wasser lassen, läuft es voll Wasser und säuft ab. Umberle, die königliche Schlampe, sie ist es. Ganz ruhig, Tillmann, worauf er hinaus will. Wir werden von einer Priesterin der königlichen Schlampe Umberle schikaniert. Und ja, es steht hier wirklich in dem Spiel Schlampe. Es gibt, glaube ich, auch... Ich glaube, das hatten wir schon. Irgendwo eine Stelle, wo jemand sagt, ich bin ein glücklicher Hurensohn. Ich glaube, das war irgendwo in der Mine, ja. Wir haben keine Ahnung, wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen wollten, sorgte sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns werden sogar schon auf dem Weg zur Anlagestelle weggespült. Aber wir können der Gnade nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bewegen kann, uns endlich in Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Geld, aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus den Abenteuertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, den wir euch ersuchen. Seid ihr bereit, uns armen Fischers weiter zu helfen? Naja, ich helfe halt mal einfach drei armen Fischern. Sie geben mir Gold und Magical Swag. Also euer Angebot ist vielversprechend. Betrachtet es als erledigt. Ja? Nehmen wir eine gute Lasagne, Torikatsu und Po. Linguine mit Spinat und Schrimps, zwei Pizza mit Salami oder Spinat. Wie kann man nur Salami-Pizza essen? Das ist so typisch deutsch, ja? Sushi Maki mit Gurke oder Avocado, deine Sion, ja? Salami-Pizza ist so dieses absoluteste No-Go bei mir, ja? Aha, ich wusste ja, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich in einer kleinen Hütte im Norden. Passt gut auf und beeilt euch, sie hat so all ihre Tricks. Viel Glück, meine tapferen Freunde. Well, well, die Fischer und die Priesterin, ja. Gut, das ist was wir nebenbei machen können, das geht rein. Es klingt schräg, aber Fo spricht man Fäh. Ist mir egal, wie man das ausspricht. Man schreibt Po, ich sage Po. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis, ja. Es gab bei uns mal ein Laden, der hieß Po Ever. Und die haben immer Po Ever gesagt, ja. Egal, was Tommy auch kulinarisch von sich sieht, das kommt meistens nicht so gut an. Nun, der Rest davon ist ja in Ordnung. Diese Linguini mit Spinat und Schrimps, okay. Ich mag Spinat, ich mag Schrimps, ja. Aber Salami-Pizza, nee. Nee, da wären wir keine Freunde, ja. Sitzt Corbin erstmal am Tisch und sagt, ich hätte gerne volle Schale frischen Po. Ja? Das ist mein Arsch, ja. It's my ass, ja. I want some dish with ass. Hey, ich wusste nicht, dass man das... Vor allen Dingen, wie kommt man auch darauf? Man schreibt Po und man sagt aber Fäh? Das ist ja irgendwie weird. Tommy Pat, ja? Achso, erst Handy. Das wäre ganz nett, wenn du nicht dunkel wirst, ja? Oh Gott. Keksis... Drauf da, selbst die können immer noch meinen Dienst ziemlich zerrütten. Selbst auf der Stufe. Ja, passt alles. Immer drauf da, ja.
Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt jemanden... Minsk. Achso, nein, das war Slot mit 58 Damage, ja? Schau's dir an, Uni, schau's dir an. Der Gruppenanführer, der momentan keiner ist, der hat hier was zum Sagen, ja? Keksis! Ja? Wir verurteilen keine Sexualität, allerdings schlechtes Essen. Well, ja, das zu einer gewissen Weise unterstreiche ich das, ja? Mir ist das komplett scheißegal, was ich... Also, das auch jetzt nicht so extrem sehen, ja? Komplett scheißegal in Form von, was jemand an Sexualität trägt, solange er es nicht mit irgendwelchen Tieren oder sonst was macht, ja? Ist es mir ehrlich gesagt reichlich egal, ja? Ob er jetzt bisexuell oder... Ja, lesbisch, schwul, Transsexualität oder sonst irgendwas. Das ist mir alles komplett egal, ja. Aber wenn es dann anfängt, irgendwie, er hat Sex mit Tieren oder so, dann wird es mir zu schräg, ja. Dann sage ich wirklich, okay, du bist mehr als ein Weirdo. Ich mag aber jetzt nicht die ganzen Anklicks töten, weil hier gibt es nämlich noch eine kleine Nebenquest mit denen, ja. Ja. Gerde. Genau, ja, ihr wollt Ankeks jagen, ja, Jagd auf Ankeks, ja. Komm, wir schlagen die um. Genau, die will eigentlich nämlich nicht, dass man zu viele davon tötet, ja. Gute Arbeit, ja, perfekt, dann kriegen wir 75 Gold. Wow, was für eine spannende Nebenaufgabe, ja. Tommy ist jetzt da, ja. Oder Kindern, ja, zum Beispiel, das ist auch mal... Kurz gesagt, LGBTQA ist hier herzlich willkommen. Also ich nehme jetzt an, das heißt Lesbian. Ich wusste mal, was das heißt. Furries, ich habe keine Ahnung, was Furries ist. Ja. Menschen, die sich gerne als Furries. Sowas gibt's auch schon? Ja, es gibt auch. Mein Gott, Alter, was sind das alles für Weirdos momentan, ja? Die steht für Sion, my boy, you can't do this to me. Nee, Tobi ist im Plus im Verhalten. Ich kann nicht mal was trinken, aber mit. Das finde wahrscheinlich nur ich komisch, aber das ist jetzt egal, ja. Liebe Frau, könntest du mal das Licht aufmachen, ja? Aufmachen, ja? Mach mal bitte das Licht auf. Hm. Ja, nicht das. Wir haben ein... Lesbian, Gay, Bi, Trans, Cure and A, weiß ich leider auch nicht, aber das steht dann für weitere, ja. Sie dreht man wirklich da einfach oben die Russenbeleuchtung an, obwohl wir da eine normale Tischlampe haben, ja. Why not? Ja, warum? Warum einfach, wenn es kompliziert geht, ja? Mein Gott, Minsk! Schütz dich mal vor den Viechern, das kann ja nicht sein, ne? Perfekt, ja. Fino macht das Licht aus, er soll aufstehen und es selber anmachen, wenn es ihm nicht passt, ja. Ja, sonst hättet ihr mir jetzt nicht gesehen, ja, das ist so, jetzt musste man ein bisschen umdisponieren, ja. Ich bin fertig, ja. Ich versuche euch eigentlich einen 1A Playthrough von Baldur's Gate zu liefern und ihr nehmt das Ganze nicht wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Kann das sein, Leute, ja. Da fange ich an zum Schwitzen wegen euch, ja. Gott, ist mir warm gerade von dem ganzen Gelache, ja. Wer will nochmal, wer hat noch nicht, ja? Eine kleine Spende für den Meister. Haben wir irgendwo was zum Heilen? Ah, der Koran hat was. Ja, du gib das einmal den Minsker. Ach, wir sollen das ernst nehmen. Ob, ja, falls ich das bisher nicht erwähnt habe. I'm sorry, ja. Aber zumindest könnt ihr jetzt, wenn einigermaßen erkennen, dass das Ganze jetzt, wo wir diese 7-Meilen-Stiefeln haben, um einiges flotter geht, ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in einem Gebiet bin, wo ich was aufdecken muss, guckt euch das an. Ist das nicht angenehm? Ja, und... Oh, Ankeks, wo? Ich sehe keine Ankeks. Ankek attackiert Minsk. Wo? Where?
Ich liebe halt meinen Mann, Tommy, ja. Well, ich liebe meine Frau auch, ja. Komm schon, Minsk, ja. Ohne Treffen, du schaffst es. I believe in you. Oh, oh. Warum? Mira nicht sterben jetzt. Das wäre reichlich blöd, ja. Knappe Kiste, echt knappe Kiste hier, ja. Clips und Delicious, Bombastic Mom, Leroy Jenkins. Ah, Sion hat irgendwas geklippt, wie ich sehe, ja. Hätte also gar nicht aufstehen müssen, ja. Aber ja, er hat das Tageslicht gemeint und nicht die Russenbeleuchtung, ja. Ja, das sagt man so bei uns. Kennt ihr das nicht in Deutschland, ja? Das heißt Russenbeleuchtung, ja. Das sind so diese, das was wir da oben haben, ja. Das heißt Russenbeleuchtung, ja. Weil es halt quasi wirklich russisch montiert ist, ja. Aber es funktioniert halt, ja. Gut, wer bist denn du? Bauer Brun. Bitte, so hilft mir doch einer. Es gibt niemanden sonst, an dem ich mich wenden könnte. Bitte, ihr seid jung und stark. Helft einem, der in Not ist. Hier ist auf meinen Ruf geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe kein Geld für Helfer. Ich kann es nur durch meine ewige Dankbarkeit vergelten. Das nehmen wir sehr gerne an, ewiger Bauer, ja. Das lasse ich mir nicht entgehen, ja. Ihr braucht euch nicht weiter nach Hilfe. Was können wir tun? Oh, euch sei gedankt, im Namen der großen Mutter. Mein Sohn Nathan und seine Freunde sind losgezogen, um nach unseren entlaufenen Kühen zu suchen. Und dann sind sie einfach verschwunden. Seit mehreren Tagen sind sie nun schon fort. Wer weiß, was ihnen passiert ist, wo es doch hier von Räubern nur so wimmelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn, ohne ihn kann ich doch den Hof nicht halten. Na, dann werden wir natürlich schauen. Ein Bauer in Nöten. Was ist dir die große Gefahr mitgebracht, große Schönheit? Was lässt du dir nicht entgehen, das zu klippen, ja? Achso. Was hast du denn leicht geklippt, Sion? Ja, das mit dem Licht, oder wie? Oder mein Lachanfall, ja? Ihr könnt es ruhig klippen, ja? Falls ihr das noch nicht gesehen habt, für alle, die was auch hier in dem Chat sind, ja? Ich habe quasi vor, ja, diese ganzen Clips, die was halt... Ja, mir persönlich auch gefallen oder generell, ja, glaube ich, doch einigermaßen dann lustig sind, ja. Find's raus, ja. Na okay, das schaue ich mir dann später an, ja. Wenn da schon Kappa-Face da ist, ist das sicherlich was Gutes, ja. All diese Sachen werde ich auch so auf YouTube hochladen, so als quasi als kleine, ja, Fun-Rubrik. Ich finde das eigentlich eine ganz witzige Idee, ja. Quasi zum immer wieder anschauen. Manchmal ist vielleicht doch irgendwie was dabei, was lustig ist, ja. Hoffentlich. Ah, da ist er. Wie ihr sehen könnt, diese ganzen Ankeks mittlerweile sind auch alles andere als jetzt die große Gefahr, aber sie geben gute Erfahrung. Fast 1000, das macht pro Kopf 2, 4, 6, 8, nein, das macht nicht pro Kopf. Macht so pro Kopf vielleicht 133 oder was, ja. Aber gut, ich bin in einer halben Stunde da. Alles klar, Tommy, geh deinen Sport machen, du Nerd, ja. Sport ist für Nerds, ja. Ich bleib dabei, ja. Mann, Minsk ist schon wieder gut. Hör auf, die Leute voll zu brüllen. Die kriegen ja noch Kopfschmerzen bei dir. Ey, der Typ mit seinem Avatar mit der Glatze, der sieht halt echt immer aus wie der Avatar. Du meinst ihn hier, oder was? Minsk? Boah, wenn du jetzt Avatar Aang meinst, ja, das wird schon hinkommen, ja. Minsk, ja. Schaut aus wie Aang, ja. Aber Aang hatte keinen Hamster, Sion. Guck mal an, Aang hat sowas nicht, da. Und Aangs Tätowierungen waren blau, seine sind glimpft, oder? Manchmal wächst es halt nicht gerade, ja. Der hat nur einen krummen Pfeil, ja. Manchmal wächst es nicht gerade. Das macht nichts. Auch mit einem krummen Pfeil kann man irgendwann treffen, ja. Gott, das ist richtig schlecht gerade, der Stream, ja. Leute, ihr drängt mich schon wieder zu Sachen hin, ja. Wird vielleicht mal wieder Zeit, dass ich Resident Evil mehr und ein bisschen mit Jill spiele, ja. Das schreibe ich dann rein im Twitch-Chat. Spielt am liebsten Resident Evil Remake Playthrough. Coven spielt am liebsten mit Jill, ne?
Alter, war schlecht, ja. Kann ich daneben hauen? Minsk? Resi 2 mit tiefer Mod? Keine Ahnung, ob es sowas gibt, ja. Bestimmt, ja. Gibt's fix? Ja, ich glaube auch. Ja. Da gibt's aber noch mehr Mod. Hey, irgendwer hat Level Up, ja. So viel dazu, ja. So viel zu den Mods, ja. Was ist denn das da? Ah, Schätze. Auf jeden Fall müssen wir... Genau, da muss man nämlich hin, weil da liegt nämlich die Leiche für den Bauern. Nathans Leiche. Brunstoter Sohn. Gewicht 110 Pfund. Well, damn, das ist ein Brocken, ja. Wobei es geht, das sind so ungefähr 50 bis 60 Kilo, ja. Leon mit tiefer Mod, ja. Gibt es, ja. Es gibt einiges an Mods bei Resident Evil 2, was ich gesehen habe, ja. Lasst mich nur gar schauen, ja, weil Koran hat jetzt was, Kämpfer oder Dieb? Kämpfer. Dieb wäre schöner gewesen. Ah, Kämpfer ist auch okay, ja. Man schaut da jetzt doch nicht ins Maul. ETW 0 reduziert um 1, zusätzliche Trefferpunkte. Ja, das passt alles, das kann man lassen. Sehr gut. Ja, Sion, du hast es erraten, ja. Gibt auch einen Bondage-Mod für Claire. Also, ja, wenn ich ein Modder wäre, würde ich einen Tobi modden. Ja, natürlich, du würdest nicht sofort... Am besten auch mit den Soundfiles, ne? Wenn sie da irgendwie die Truhe aufmachen. Ja, ich rede einem Lager im Rode, Alter, ne? Ich meine, wenn ich mich da mit Modden auskenne, könnte ich den ganzen Scheiß machen, Sion, ja. Aber da musst ein bisschen... doch, sag ich einmal, Software-versierter sein, ja. Hab heute einen Werbespot gesehen von Bukake-Rahmen und dachte erstmal, okay, jetzt musst du mir erläutern, was das ist, ja. Ja, komm, schieb Nira zum Ankeg. Sehr gut gemacht, Slocke. Ich weiß, du hast Bock, ja. Er schiebt einfach die Frau vor sich her. Ja, komm her, auf das Vieh, ja. Sorry, hat länger gedauert. Kein Problem. Jetzt wollte ich schon sagen Tommy, aber es ist Uni, ja. Ah, ist das ein Engelshautring? Den als kleinen Tipp, wenn ihr so einen Ring findet, sei es jetzt früh im Spiel oder spät im Spiel, ja, hebt euch den auf. Der ist für eine Quest später ganz wunderbar, ja. Weil diese Schatzdinger, was da immer so fallen können, das ist immer random, ja. Bis auf ein paar wirklich fixierte Drops, ja, aber so bei Trash-Mobs, die was ihr da so habt, wie diese Ankeks, ist das immer random, was da kommen kann, ja. Bukake ist ein Wort, was man im Porno-Business benutzt, aber es heißt eigentlich etwas obendrauf geben. Jetzt? Okay, ich sehe schon, wir werden in diesem Stream nicht mehr von diesem Thema Sex und Bondage und sonst irgendwas wegkommen, ja. Vielen lieben Dank für diese Information. Wie soll ich denn dann bitte meine Timestamps auf YouTube machen, gell? Die Leute werden glauben, ich bin bescheuert, ja? Porno-Diskussion hier, Bondage da. Resident Evil 2 tiefer Mod, ja? Claire im Bondage-Ort. Nee! Genau, da kommt der LPO zurück, geil. Im Dunkeln gelauert. Da kennt sich der Sion aus, ja? Vertrauen da an den Speck, ja. Ja, das war die Höhle. Nothing too special, ja. Wie gesagt, falls ich das vergessen habe zu erwähnen, falls ihr jemanden habt, der was viel zu viel Stärke hat quasi in dem Spiel, ja, dann könnt ihr diese ganzen Ankick-Panzer mitnehmen und ich glaube in Beregost verkaufen? Ja, oh ja, bei Beregost, bei den... Ich nenne ihn jetzt einfach Küss mich. Könnt ihr das Ding verkaufen, quasi 500 pro Stück, ja. FIFA 12 gezockt. Ich verstehe es nach wie vor nicht, wie man Fußball so spielen kann. Ja. Da gehe ich lieber nach draußen und spiele so, aber nicht auf der Konsole. Ja. Wahrscheinlich einfacher, braucht man sich nicht anstrengen dabei. Ja. Habt ihr mal einen Sohn gefunden? Geht es ihm gut? Es tut mir leid, mein Herr. Nathan ist tot. Er kam um, als euren Hof gegen eine Horde seltsamer Bestien verteidigte. Nein,
Mein einziger Sohn, er hat sein Leben für den Hof gelassen. Aber ich bin zu alt zum Arbeiten und zu arm, um jemanden einzustellen. Ich habe ihn und das Land verloren. Wenigstens weiß ich jetzt, was passiert ist. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte lasst mich jetzt allein. Ja, dann geht einen einzigen Sohn begraben, indem du dich nochmal vorher wunderschön am Gesäß kratzt, ja. Ja, es ist so eine kleine Nebenquest, die man hier machen kann. Der hat versucht, den Hof vor den Ankicks zu verteidigen und ja, das hat halt nicht so ganz geklappt, ja. Nein, mein Sohn, ich bin zu alt und arm. Sucks to be you, ja. Würde mir stinken, wenn ich du wäre, ne? Okay. Wir gehen forschen Schritts weiter Richtung. Wir sind fast bei Baldur's Tor jetzt, ja. Und zumindest da möchte ich hinkommen, ja, in den Stream. Was sagt denn unsere Erfahrung? Immer. Das 20.000, was soll denn das? Das ist gut, das gefällt mir. 3.500. 10.000 ist auch legitim. Das ist too much, ja. Der gute Luftbändiger ist gut dabei, ja. Minsk ist kein Luftbändiger, ja? Minsk ist ein Waldläufer mit Bo. Hey, ein Ankick. Komm schon, ran an den Speck. Sehr gut. Ja, ich meine, wir werden noch einiges an Erfahrung bekommen, so ist es nicht, ja? Und Dorns Nebenqueste aktiviert sich hier auch, ja? Das ist sehr gut. Wir können uns vielleicht erinnern, er hat ja was gesagt von Senchak ist hier, ja. Kommt, wir sind so nah dran. Ich kann seine Gegenwart beinahe spüren, mein Herr. Summt in freudiger Erwartung seiner Seele. Er pulsiert vor Energie. Kommt, Slok, wir sind so nah dran. Nachdem all dies vollbracht ist, möchte ich mehr über euren Herrn wissen. Wenn Simeons zerschmetterter Körper zu meinen Füßen liegt, werde ich euch vielleicht mit dem Rest meiner Geschichte belohnen. Aber jetzt noch nicht. Okay, das ist ein fairer Deal, Dorn. Das lassen wir mal so stehen, ne? Was sagst du eigentlich zum HD-Remake, ja? Reboot von Heroes of Might and Magic 3? Hui oder Pfui? Warte, dann gönne ich mir den Schluck etwas später. Ist schwierig zu beantworten, Sion, weil ich bin erst mit Heroes of Might and Magic 5 mit der Serie aufmerksam geworden, ja. Und 3 habe ich bisher nicht so gespielt, ja. Ich glaube aber, dass 3, so was ich ja mal gelesen habe, so einer der Favoriten von den Leuten quasi ist, ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie da geändert haben oder nicht geändert haben, ja. Wenn das Spiel aber nahezu gleich geblieben ist und einfach nur in Form von besseren Texturen und vielleicht einfach Emotionen. 3 ist der Favorit, persönlich mag ich 4, das mag aber keiner, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur den 5. gespielt, ich fand den 5. sehr gut. Allerdings, der Schwierigkeitsgrad ist beyond stupid, ja. Also, in keinem anderen Spiel, was ich davor gespielt habe, ja, habe ich so gestrauchelt wie in Heroes of Might and Magic 5. Das war nimmer mehr von dieser Welt, wie schwer das war, ja. Aber wenn du mir da sagen kannst, was sie geändert haben, wie nimmt es die Community auf? Haben sie das eher positiv oder eher negativ aufgefasst? Ich ansonsten finde ja solche Remakes jetzt, ja, ist relativ einfach, um damit an Geld zu kommen. Generell ist dabei nichts verkehrt. Ich meine, ich selber spiele gerade im Prinzip ein HD-Remake von einem fast über 20 Jahre alten Spiel. Und, well, yeah, why not, ja? Weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, es gibt in Steam, aber ich würde lieber 4 spielen. Ich finde es okay, wenn es wirklich 1:1 genau das ist, was es damals war, nur mit verbesserten Texturen. Okay. Kommt dann auf den Preis drauf an, wenn sie sagen, hier Vollpreis 60 Euro, dann sage ich, nein, sicherlich nicht. Ja. Ich habe auch Baldur's Gate damals die Enhanced Edition nicht für Vollpreis gekauft. Ja. So, das ist übrigens diese Nebenquest mit dieser Priesterin, was wir da haben. Genau, die Fischer und die Priesterin. Und was es hier auch noch gibt, ist eine andere Nebenquest, ja, genau. Das wird kein schneller Tod.
wenn das jetzt genau das ist. Ja. Und zwar lässt dieser Ankeg, und es ist der einzige Ankeg, einen Dolch fallen. Ne? Beim ersten Mal spielen habe ich mir aber gedacht, okay, ist ein Dolch, ist komplett uninteressant. Aber dieser Dolch hat einen Namen und heißt Nestors Dolch. Ja? Nehmt den auf jeden Fall mit. In Baldur's Tor könnt ihr den nämlich abgeben für jemanden. Ja? Wenn ihr den nämlich jetzt den Ankeg hier tötet, ja, und dann weggeht, ja, dann sind quasi die ganzen Gegenstände, weil das Spiel so eine Art, wie soll man sagen, jetzt, wenn es kein magischer Gegenstand ist, ja, Bettnässers Dolch, ja, auf der PS5 ist Vollpreis, jetzt 80 Euro. Was findest du dann von FF7 Remake? Ehrlich gesagt auch nichts gesehen zum FF7 Remake. Ich meine, es sieht ganz hübsch aus, ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so der Fan von dem Kampfsystem. Es sieht aus wie so eine Art Hybrid, ja, zwischen Action und ein bisschen Turn-Based und so. Ich weiß nicht, ja. Müsste ich mir vielleicht einmal näher ansehen, ja. Was ich gesehen habe in FF7 Remake, soweit gefällt mir halt schon in Form von Optik und allem, ja. Allerdings finde ich es reichlich seltsam, dass es in mehreren Kapiteln quasi verkaufen, das Spiel, ja. Ich meine, okay, fuck you, give me money. Because why not, ja. Das Remake habe ich auf der Gamescom 2019 gezockt. War ganz cool, hol's eventuell nach, wenn ich endlich die PS5 habe. Es wird sowieso irgendwann auf PC kommen. Das ist soweit, was ich gelesen habe, schon fix. Ja. Wenn es auf PC kommt, dann hole ich es mir vielleicht, ja, wenn es im Sale ist. Ja. Aber was ich ganz, ganz seltsam finde, ist, wie sehr sie diesen Midgard-Teil gestreckt haben zum Original. Ja. Im Original, und ich glaube, du hast es ja gespielt, ja. Nee, das ist noch nicht auf PC. Sie haben es jetzt auf PS5 geportet, ja. Und ein PC-Port ist im Machen, aber man weiß nicht, wann der kommt. Sucks to be you, ja. Ich hab Zeit. Ich hab damit überhaupt kein Problem. Ich gehe dann einfach her und spiele das Original, ja. Weil, wie gesagt, ich kaufe keine Konsole dafür, ja. Aber um das zu vollenden, was ich sagen wollte, ich finde es einfach komisch, wie sehr sie diesen Midgard-Teil gestreckt haben. Manche Segmente davon fand ich soweit eigentlich ganz gut, verglichen mit dem Original, ja. Aber wenn man es jetzt mit dem Original vergleicht, dann hast du vielleicht so, wenn du es zum ersten Mal spielst und keine Ahnung hast, ja, spielst du so, ja, sagen wir mal, 8 bis 10 Stunden diesen Midgard-Teil oder sagen wir von mir aus auch 12 Stunden, ja, wenn du halt so durchgehst, ja, und hier ist ja wirklich Midgard, das ist ja 40 Stunden oder was, oder 40, 50 Stunden, was nur Midgard umfasst, ja, wo ich mir gedacht habe, what the hell, was kann man bitte da machen, dass man sich so lange dort aufhält, ja, aber ja, offensichtlich haben es die Leute genossen. Ich habe mir nichts angesehen, ich habe mir nicht wirklich sehr viel davon angesehen in Form von Story oder sonst was, ja. Ja, Money, es ist nichts anderes, ja. Make as much money as you possibly can. Ja, natürlich, es ist nichts anderes als Geld, ja. Was ich halt allerdings weiß, und das mag jetzt vielleicht Spoiler sein, das heißt, derjenige, der was es nicht hören möchte, der kann das Ganze muten. Warum kämpft man am Ende gegen Sephiroth in Midgard? Das ist so... Why? Hauptsache er ist drin, oder wie? Ich verstehe es nicht, ja. Aber okay, ich muss es vielleicht erst einmal gespielt haben, um das Ganze wirklich zu verstehen. Mein momentanes, sage ich mal, Fazit, ja. Wenn es euch gefällt, kauft es, spielt es, ja. Final Fantasy VII ist sowieso momentan eine Marke, ja, aus der 100.000 Spin-Offs und sonst irgendwas entstanden sind. Für mich ist genau Final Fantasy VII das Originalspiel von damals auf der PlayStation und das wird es für mich auch immer bleiben. Mich interessiert kein Crisis Core, mich interessiert kein Dirge of Cerberus oder was auch immer es alles gibt. Final Fantasy VII. Aus. Punkt. Mehr brauche ich nicht, ja.
Weil es nicht das gleiche Spiel ist, denke sie nehmen sich genug Freiheiten, etwas Neues zu machen. Wenn es eins zu eins das gleiche Spiel wäre, nur mit aufgewärmter Grafik, wird es auch nicht funktionieren, Chef. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ja, ob es nicht funktionieren würde, ja. Prinzipiell was Neues dabei zu machen, ist okay. Ich sage jetzt nicht, dass derjenige, der was das Spiel macht, sich hundertprozentig an die Vorlage halten soll, ja. Aber zu viel experimentieren mit einer Formel, die was bereits schon vorhanden ist, ja, und eigentlich schon so vermurkst worden ist durch 100.000 Spin-Offs, ja, bringt nur noch mehr Vermurksung in das Ganze hinein, ja. Allein das Kampfsystem von damals wollen die modernen Tobi-Kinder oder die Lepjots nicht mehr zocken. Außer es ist Pokémon. Ja, oder Dragon Quest. Ich meine, schau dir Dragon Quest an. Das ist ein Paradebeispiel. Das hat seit... Wie viel Spiel... Dragon Quest 11? Das hat seit 11 Serien, glaube ich, immer das gleiche Kampfsystem. Ist eh immer geil. Turn-Based? Nein. Pokémon? Das Turn-Based-Game? Ja, gerne. Ja, für mich ist Turn-Based... Oh, ich liebe Turn-Based. Selbst dieses Spiel, selbst bald es geht, ist im Prinzip Turn-Based, ja. XCOM, was ich auch gerne mal spielen würde, ist Turn-Based. Gut erkannt, Sion, mit Kappa-Face, ja. Aber gut. Reden wir mal da mit der guten Frau hier. Halt! Ihr befindet euch auf meinem Grund und Boden. Wer Waffen bei sich trägt, kommt mir hier nicht herein. Diese schrecklichen Fischer haben euch angeheuert oder etwa nicht. Spricht! Die weiß über uns Bescheid, ja. FIFA 12 ist auch Turn-Based. Ja, absolut, ja. Das wäre mal was, ein Turn-Based FIFA, ja. Es ist wahr, sie haben uns gesandt, um eure Schurkereien ein Ende zu bereiten. Sie haben uns gesandt, aber wir möchten nur wissen, was vorgeht. Gehen wir weg mit Runden passiert. Aber Pokémon ist Liebe, ja? Ich frage hier jetzt mal den guten Lepjot, ja, weil der ist ja meistens immer dafür, oder beziehungsweise heute war er ja sehr pazifistisch angehaucht, ja. Oder ich frage auch generell jetzt hier in den Stream. Sollen wir quasi jetzt gleich mal voll rausgehen und sagen, ja, sie haben uns angesandt, eure Schurkereien zu beenden, oder wollen wir erst mal herausfinden, was hier losgeht, ja? Abrupter Themenwechsel. Meine drei Upgrade-Boxen wurden versandt. Ja, wunderbar, ja. Murks die Pfeife ab. Okay. Sie und sagt, okay. Kill, ja. Also so viel zum Pazifismus. Ich glaube, der hat sich schon wieder verabschiedet. Nein. Stopp. Na was jetzt, ja? Oder zuerst einmal herausfinden, was vorgeht, ja? Ich bin dafür, mal herauszufinden, was vorgeht. Abmurksen können wir sie immer noch, ja? Wir fragen ihn höflich. Es ist aber eine sie, ja? Frag ihn erst und der Dolchen eventuell später. Das ist so eine Strategie für dich, was übrig habe, Sion, ja? Wir sind nette Leute. Na dann fragen wir, was vorgeht. Was hier passiert, geht euch nichts an. Macht, dass ihr wegkommt, sonst endet ihr so wie die. Well, die scheint nicht gerade sehr erpicht darauf zu sein, zu reden, ja? Warte bitte, warte bis Please Yes kommt, ja? Es ist, ich möchte keine Feindseligkeiten zwischen uns und ich werde euch nicht weiter belassen. Ja, dann schickt mir so eure Schurke rein. Sie sind ebenso feige wie hinterhältig. Bezahlen andere für das, was sie selbst nicht zu Wege bringen. Noch in dieser Nacht setze ich alle dem ein Ende. Die Meere schreien nach Rache. Okay, dann hast du es halt so gewollt, ja? Manchmal braucht jemand einfach nur einen ordentlichen Satz Drachprügel, damit er mal ein bisschen was rausrückt, ja? Okay, Groven, die Gruppe sollte jetzt gehen. Wir müssen sie akzeptieren, ja? Nö, hier wird nichts akzeptiert. Hier gibt's Hackfleisch, Uni, ja? Warum tut ihr das? Wisst ihr nichts von ihren Verbrechen? Sonna und die anderen, sie sind in Wahrheit die Übeltäter. Sie haben meine Mutter umgebracht. Und nun helft ihr ihnen? Sie taten nur ihre Pflicht, indem sie die Opfer der Seefahrer zur Besänftigung des Meeres entgegennahmen. Sie haben mir die Schale der Herrschaft der Wasserelementare gestohlen. Und ihr durch Folter die geheimen Zauberworte zum Gebrauch der Schale abgerungen. Nun missbrauchen sie alle ein Geschenk unbelässt zur Plünderung der Meere. Und der Geist meiner Mutter kann nicht ruhen, solange sie die Schale besitzen. Ich habe größere Macht als ehedem meine Mutter. Umberle stattete mich mit ihren Zorn aus, doch ich kann die Schale nicht finden. Ich kann nichts weiter tun, als ihnen so lange Schaden zu bringen, bis sie entweder die Schale zurückgeben oder umkommen. Doch ich bin müde, meine Willensstärke reicht nicht an meine Mutter ran und die Göttin verlangt mir so viel ab, bitte helft mir. Ich traue weder euch noch Sonnerspande. Na.
Das klingt auch falsch. Shh, Kind. Wir werden euch helfen, so gut wir können, ja? Warten los, wieso wurde Uni heute von Saulus zu Paulus? Saulus zu Paulus, ja? Na dann versuchen wir mal, ihr zu helfen. Oh, ich danke euch. So wird die Königin der Meere ihre Schale vielleicht doch zurückgehalten. Vor allem aber dürfen Sonna und ihre Gesandten mit den Kosten davon profitieren. Wahrscheinlich halten sie die Schale im Schrein einer anderen Gottheit verborgen. Selbst wenn ich wüsste, in welcher Schrein sie sich befindet, könnte ich mich nicht nähern. Vielleicht verrät ja Sonna das Versteck, wenn ihr ihn danach mit gezückten Schwertern fragt. Das ist nicht so ganz mein Stil, aber da werden wir dann schauen. Geht jetzt, denn Umberle ist nur selten geduldig, zumal ihr bislang bei ihr nicht gerade einen Stein im Brett habt. Ja? Boah, Dorn, hör auf zum Herschlagen, ja. Sie hat sich schon ergeben, ja. Dorn hat auch Bock, ja, wie es ausschaut. Ja? Selber sauer. Einfach mal nett sein. Ja? Oh Gott, das erinnert mich schon wieder an Asterix und Obelix. Ja? Kennt ihr das, wo sie da stehen? Ich weiß nicht, ist das das Badehaus oder irgend so etwas? Oder, na, ich glaube, Asterix erobert Rom ist das, wo sie sich als Römer verkleiden wollen, ja? Und das ist nicht mit nett sein, sondern mit liebenswürdig, glaube ich, ja? Und Asterix versucht diesen Guard da am Anfang zu überzeugen, dass er da rein möchte, weil er irgendwas zu erledigen hat. Aber er lässt ihn nicht und wieder und sagt die ganze Zeit, nein, du kannst nicht rein, ja. Und kurz bevor dieses Gespräch stattfindet, Sion weiß, was ich meine, ja, sagt er noch so zu Obelix, ja, dann, Obelix, das muss man mit Gefühl angehen. Hier wird Liebenswürdigkeit oder hier wird eine gewisse Menge an Freundlichkeit benötigt, ja. Und der geht ihm so lange auf die Palme, bis er meine in die Fresse schlägt und ihn zum Mond prügelt, ja. Und der Obelix hat nichts anderes dazu sagen, als so, also ich kapiere nicht ganz den Unterschied zwischen seiner Liebenswürdigkeit und meiner. Und irgendwann später kommen sie dann wieder, wo er dann davon rennt schon der Wächter, ja. Und dann fragt der Obelix ganz nett so, Asterix, darf ich bitte liebenswürdig zu ihm sein? Ah, oh Gott, ich muss mir das wieder mal anschauen. Oh, das ist herrlich, ja, schön. Allein diese Frage, darf ich bitte liebenswürdig zu ihm sein? Schlägt mir nur die Zähne ein, ja, aber absolute Liebenswürdigkeit hier, ja. Ah ja, schön, ja. Was gibt's sonst so? Eigentlich wollte ich was trinken, ja. Ach, Minsk, halt die Fresse. Nein, du bist eh schon da. Asterix und Obelix sind einfach kult und zeitlos. Ja, definitiv. Manche Witze da drin versteht man auch erst nur, wenn man älter ist, ja. Ihr schon wieder? Habt ihr es getan? Habt ihr die Schlampe getötet? Diese Priesterin hat viel über eure Gruppe zu erzählen. Sie weiß, dass wir euch geschickt haben. Verdammt, dafür wird sie uns alle töten. Schweig still, Tellmann. Ich habe euch von ihrer Heimtücke gewarnt. Ihr seid auf ihre Lügen reingefallen, nicht wahr? Was hat sie euch erzählt, dass wir eine Schale gestohlen haben oder sowas ähnliches? Und selbst wenn, wäre das eine Rechtfertigung, uns deswegen zu töten? Wohl kaum, wie ich vorhin schon sagte. Wir sind arme Fischersleute, aber wir könnten nochmal 100 Goldmünzen drauflegen. Wollt ihr eure Entscheidung vielleicht doch nochmal überdenken? Das Mädchen hat erzählt, dass sie ihre Mutter getötet und viel zu viel aus dem Meer genommen habt. Ich lasse mich nicht gerne benutzen, Sonna. Es macht mich wütend. Gleich werde ich grün, ja? Wenn ich nicht schon als Halborg grün bin, ja? Passierschein A38, ja? Das wär's dann. Das Spiel ist aus, stimmt's? Nee, nix wütend. Die Priesterin der königlichen Schlampe, meine Güte, jetzt muss ich selbst dieses Wort laut aussprechen, kassiert seit Jahren unseren Tribut. Sie hat immer höhere Preise verlangt und wir mussten blechen, weil uns nichts anderes übrig blieb. Man muss Umberle friedlich stimmen, sonst kann man nicht segeln. Der Talos-Priester in Baldur's Tor sagte... Nur so viel sei gesagt, wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, uns Sicherheit auf See zu verschaffen. Dabei haben wir auch an euch gedacht, denn wir wollten uns zu gerne ein wenig bei euch revanchieren.
Wir sind nun alle kleine Bauern auf den großen Schachbrett der Götter. Passt auf, wo ihr in Zukunft hintretet. Sonst landet ihr noch auf einem gewaltigen Fettnäpfchen. Gebt mir die Schale, Sonne. Ein zweites Mal werde ich nicht so freundlich fragen, ja? Seien wir doch mal ganz liebenswürdig zu ihm. Ja, ich versuche gerade liebenswürdig zu sein, wie man sehen kann, ja? Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich hatte die ganze Zeit bei mir. Wir hielten es für das Sicherste. Nehmt sie doch wisst, dass der Gott der Stürme weiß, wer sich ihm entgegenstellt. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet. Nun verschwindet von hier. Ich an eurer Stelle würde zusehen, dass ich keinen Talos-Schrein zu nahe trete. Sind ziemlich rachsüchtig, diese Götter. Yeah? Also, damit ihr das von der Story auch ein bisschen wisst, Umberle ist quasi der Gott der Meere, ja? Und die sind natürlich Fischer. Ich muss mich ausruhen. Ja, halt die Fresse, Vikonia. Und ja, sie wollen natürlich als Fischer raus aufs Meer und wollen fischen. Und was macht man dann natürlich als Gläubiger so, dass man halt eben zu Umberle betet und sagt, ja, bitte, ich hätte ganz gern eine saftige Gabe, ja, von reichlich vielen Fischen, ja. Wer sagt, dass sein Fisch nicht frisst? Uni, bitte hör auf. Bitte kein Asterix und Obelix mehr. Deine Fische stinken. Meine Fische stinken nicht. Mein Fisch ist nicht frisch. Mein Fisch ist immer frisch. Ah, herrlich. Ich möchte auch gerne in dem Dorf leben. Den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mir einfach immer dasselbe zu tun und trotzdem Spaß dabei zu haben. Es gibt nichts Besseres als eine gute Keilerei unter Männern, oder Leute? Ja, wie seht ihr das? Hier ist die Schale, die eure Mutter entwendet wurde. Vielleicht kommt sie jetzt zur Ruhe. Umberle ist jetzt eure Mutter und hochzufrieden. Zu gegebener Zeit wird sie mit Sonnas Schar abrechnen. Nach ihren Scheitern wird Talos ihnen mit Sicherheit noch länger beistehen. Wenn sie klug sind und ihnen ihr nichtswürdiges Leben lieb ist, werden sie es unterlassen, je wieder in See zu stechen. Ich habe nichts, was ich euch zur Belohnung geben könnte, doch die Königin der Meere vergisst niemals einen ihr erwiesenen Dienst. Ihr werdet euren Lohn erhalten, wenn die Zeit dazu reif ist. Moa? 2500? Kann man lassen. Lass ich so stecken. Ist ganz okay. Also bei einer Keilerei zusehen, ja, da bin ich immer dabei. Nein, nicht nur zusehen, Uni. Du bist ein Mann oder bist ein Muschi, ne? Jetzt mal ehrlich, ja? Rein da ins Getümmel, ja? Auf sie mit Getümmel, ja? Seht ihr, Leute? Im Chat, ja? Und sowas votet dafür, dass Dorn Gruppenanführer ist, ja? Also, ne. Ne, alleine dafür schon. Ich fühle, dies ist mein angestammter Platz. Geht ja mal gar nicht hier, ja? Tja, spielt der Baldurs Tor und geht einer Keilerei aus dem Weg, ja? Wo kommt man denn da hin? Aber Hauptsache, ich soll immer alle töten, ja? Leuten, die Spargel essen, muss man sagen, was gut ist. Ja, ey, danke, ja? Spargel ist auch gut, ja? Wann isst du deinen ersten? Es ist jetzt sowieso Spargelzeit, ja? Und willkommen im Stream, die Augenbrauen des Imperators, ja? Hast du sie auch ordentlich gegeben? Ich geht Spargel, ja? Ja, ihr habt alle keine Ahnung, ja? Ihr wisst nicht, was gut ist, ja? So, wir. Oh nö. Nein. Ich will nicht, dass du der flammenden Faust dienst. Der Eintritt kostet eine Goldmünze pro Person. Da glaubst du, ich hab einen Geldscheißer oder was? Bitte nennt den Ort eurer Herkunft. Das mystische Land der ausgelassenen nackten Nymphen, wo euch jedes Verlangen von glatzköpfigen, blubbernden Grottenschraben erfüllt wird. The fuck, ja? Bin eh schon die ganze Zeit da, spiel nur Monster Hunter. Ja, da könntest du wenigstens einmal Hallo sagen, du Schwachbirne. WB, Tommy, ja? Wir kommen aber von Kerzenburg, auch so sehr die Antwort 4 natürlich verlockend ist, ja? Aber wir bleiben jetzt mal ehrlich, ja? Wartet hier, mein Befehlshaber möchte mit euch sprechen, ja? Besonders gut gefällt mir das Ende der Auswahl. Haha. Du sagst es, Uni, ja? Okay,
Scar, zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Scar, stellvertretender Kommandant der Flammenden Faust. Zwar braucht ihr eure Namen nicht preiszugeben, doch beantwortet mir bitte diese eine Frage. Seid ihr jene Gruppe, die an dem Fiasko in der Mine von Nashkel beteiligt waren? Der weiß Bescheid. Der Mann macht seinen Job. Ich habe auch immer Spargel gehasst, bis ich den Spargel von seinen Eltern gegessen habe. Boah, der war lecker. Wenn auch nicht mein Geschmack, aber wenn ich wieder Spargel esse, dann nur bei seinen Eltern. Spargel muss richtig zubereitet sein, dann schmeckt er auch, ja? Wenn du diesen holzigen Spargel kennst, ja, oder diesen zerkochten, matschigen, das schmeckt wie Scheiße, ja. Das kannst du im Klo runterspülen, ja. Aber ansonsten, Spargel ist gut, ja. Liebe es, ja. Aber ja, das waren wir. Ich muss schon sagen, ihr habt hier oben in Baldur's Tor einen ziemlichen Tumult entfacht. Ich kann nicht im Einzelnen benennen, was mich zu diesem Schluss veranlasst, aber in der Stadt sind viele merkwürdige Dinge geschehen. Es wird immer schwieriger für mich, überhaupt noch jemanden zu trauen. Ich brauche Hilfe, um ein paar Untersuchungen anzustellen. Leute von außerhalb, die keine Verbindung zu denen in der Stadt haben. Wärt ihr daran interessiert, diesen Part für mich zu übernehmen? Wenn es sich bezahlt macht, sicher, ja. Nun gut, was ich euch jetzt mitteile, muss streng vertraulich bleiben. Habt ihr verstanden? Ich möchte, dass ihr eine Untersuchung der Gemeinschaft der Sieben Sonnen aufnehmt. Die Anführer der Sieben Sonnen haben sich in letzter Zeit recht sonderbar verhalten. Sie verkaufen wertvolle Güter und vernachlässigen einen großen Teil ihrer einträglichen Handelsaktivitäten. Angesichts der Bedeutung der Gemeinschaft für die Wirtschaft der Stadt sind die Großherzoge stark beunruhigt. Ich habe Yasuo, den Chef der Gemeinschaft, um ein Gespräch ersucht. Er wies mein Ansuchen in grober Weise zurück. Ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, sagte er. Ich kenne Yasuo seit vielen Jahren und ein solches Verhalten hat er noch nie an den Tag gelegt. Ich kann keine offiziellen Untersuchungen einleiten, da es dafür keinen wirklichen Anlass gibt. Darum brauche ich euch. Wir sind bereit, doch solltet ihr zunächst eines wissen. Wir glauben, dass der Eisenthron hinter den derzeitigen Ereignissen entlang der Küste steckt. In der Mine von Nashkel und im Mantelwald haben wir einiges über die Ziele und Methoden des Eisenthrons erfahren und die verheißen nichts Gutes für die Zukunft in dieser Gegend, ja. Richtig gut getreffter Spargel ist Liebe, aber kann tatsächlich auch Spargel aus dem Glas empfehlen, der ist gut für Salat oder ihn so zu essen. Aber richtig gemachter Spargel ist Love. Definitiv, ja. Erinnerungen an Ast und Obelix hast du verpasst, Tommy, ja. Ja, WB auf jeden Fall, ja. Ja, das ist richtig bezüglich dieser Antwort mit den Eisenthronen. Ich bin gespannt, was der Kommandant, also Scar, damit ihr wisst, das ist der Oberkommandant der Flammenden Faust hier. Seht es quasi als die örtliche Polizei, die uns schon einmal damals, ja, wo uns ein gewisser Lepiot gesagt hat, töte ihn einfach, ist doch egal. Nein, oh doch, nein, nix, stopp. Nichts da, stopp, ja. Blue Monkey Heart for you, ja? Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Den Schuh hast du schon seit langem an, Uni, ja? Und zwar links und rechts, ja? Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Ich kann momentan nichts unternehmen, aber ich werde dem sicherlich weiter nachgehen. Wir sind hier immer noch eine Demokratie. Bei dir ist deine Demokratie ist aber ziemlich anarchistisch veranlagt, ja? Töte den und den töte nicht. Aber der hat nur ein Auge, also töte ihn. Der hat die Unterhosen über den Hosen. Töte ihn, ja? Nabend, jo, hi, Xeru, alte Socke. Wie geht's? Servus, willkommen im Stream, ja? Ich möchte, dass ihr in das Gebäude der Sieben Sonnen eindringt und herausfindet, was da faul ist. Führt eure Erkundungen verdeckt durch. Ich möchte nicht, dass die Angelegenheit in einer Katastrophe endet. Mittlerweile ist alles, was ich anpacke, hat in einer Katastrophe geendet. Also, da kann ich dir nichts versprechen, Sky, ja? Gebt vor allem auf Yasuo acht. Nachdem ihr so viel wie möglich herausgefunden habt, meldet euch wieder bei mir. Ihr findet mich in der Kaserne der Flammenden Faust. Ich zahle euch 2000 Goldmünzen für diesen Gefallen. Moor? Das Anwesen befindet sich im Südwesten der Stadt. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht. Sobald ihr den Auftrag der Sieben Sonnen ausgeführt habt, ist es unerlässlich, dass wir uns bei der Kaserne der Flammenden Faust treffen. Die unmittelbar westlich der Sieben Sonnen liegt. Ah, das ist zumindest etwas, ja? Okay. Och Mann, komm, verpiss dich aus meinem Sichtfeld, ja. Alles supi und bei euch, ja, hi an alle, ja. Es gibt entweder Hü oder Hot. Man muss sich halt entscheiden, ja.
Ja, bei mir ist alles tipptopp, Xero. Ich hoffe bei dir auch, ja, und hattest einen schönen Freitag, ja. Und jetzt wird's interessant, Leute, weil unsere ganze Gruppe, bis auf den Gruppenanführer, Uni, sind nämlich alle müde, ja. Und hier haben wir jetzt da ja noch die Nebenaufgabe mit Dorn. Ja, Dorn Ilkan, ja. Mit Simeon. Und jetzt wird's interessant. Ich weiß nicht, ob ich das packen werde, ja. Der Bosskampf, also, damit ihr wisst, diesen Bosskampf, der ist in gewisser Weise optional, ja. Was ist mit ihm? Ja, ich höre, ja. Der ist halt nur da, wenn ihr Dorn quasi im Team habt, ja. Wo ist er denn? Da oben, glaube ich, steht er. Ja, genau, da geht's los, ja. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, Dorn. Ich bin froh, dass ihr eure Zeit damit verschwendet habt, erst die anderen zu töten, bevor ihr zu mir gekommen seid. Ihr werdet sehen, dass ich besser auf eure Rache vorbereitet bin. Zumindest wisst ihr, dass ihr meine Rache verdient. Die anderen haben mit dem Finger auf euch gezeigt, in der Hoffnung, ich würde sie verschonen. Werdet auch ihr betteln? Der finstere Streiter bleibt eiskalt bis zum letzten Satz, ja? Oder bis zum letzten Wort. Ja? Dafür gibt es keinen Grund. Im Gegensatz zu den anderen weiß ich wohl, mit wem ich es hier zu tun habe. Die Seher haben mich eine Unsumme gekostet. Aber sie haben mir den Weg gezeigt, den ihr gegangen seid, um eure Kraft zu erlangen. Nun bin auch ich diesem Weg gefolgt. Oho, das heißt, wir haben quasi finsterer Streiter gegen finsterer Streiter, ja? Ja, okay, Pazifist sein Ingame ist öde. Kill sie alle. Nun, wir werden hier nicht viel Auswahl haben, Uni, ja? Den Ursprung meiner Kraft zu kennen, wird euch nichts nutzen, Bastard. Urgotos wird eure Seele verschlingen. Merkt euch mal diesen Namen, ja? Urgotos, ja? Uni ist back, ja? Mag sein, Dorn. Aber euer Dämon ist nur einer unter vielen. Und auch ich habe einen Herrn. Hab dich vermisst, Aniki, ja? Okay. Passt auf, Dorn. Wir sind beide Scharfiguren. Aber nur einer von uns wird fallen. Nur einer von uns wird fallen. Okay. Der Kampf kann auf jeden Fall ziemlich hart werden. Und wie gesagt, den habt ihr nur, wenn ihr Dorn auch in der Gruppe habt, ja? Ihr könnt gleich einmal sehen, hier werden Azotes Diener, offensichtlich der Dämon, mit dem Simeon einen, ja, Eid eingegangen ist, ja. Aber du tust zuerst mal deine Waffe vergiften, das kann generell kein schlechter Fehler sein, ja. Du machst das hier und Minsk, du stehst ganz hinten, das ist blöd, ja. Jetzt wird hier eine Rippe über der anderen gelassen. Rausreißen, jede einzelne. Vielen Dank, feels good to be back. Ja, es freut mich, dass Uni wieder zurück ist. Ja? Okay. Sagt an. Aura der Verzweiflung. Mein Gott, hier geht's los, ja. Andauernd irgendwelche Pausen, weil irgendwas gemacht wird, ja. Aber das ist soweit ganz praktisch, das passt, ja. Und Koran, du schießt vielleicht nicht mit. Was hast du denn da? Hast auch 4. Da hast du ETW 03. Okay, komm, mit denen schießt du. Du schießt auf den. Oh. Hast du versucht gehabt, mich wahrscheinlich ebenfalls in Angst und Schrecken zu versetzen. Hä? Ah? Da waren wir schneller als du. Okay, drauf da. Simeon ist unter Furcht gesetzt, ja. Ah, du machst das. Bis dahin. Oh, Mira, ja, komm, du zauberst weiter, magisches Geschoss, ja. Should be easy. Ist auf jeden Fall ein Win, ja. Damn, hier geht's aber jetzt runter.
Da kommt hat's den Diener um, ja. Jawohl. Und jetzt raun an den Spekter. Boah, Simeon, du bist ein Waschlappen, ja. Du kannst ja gar nichts, ja. Damn, 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 damn. Da Dorn, 19 Damage. Oh ne, wir hatten vorher 58 Damage von Slog. Komm. Stell dich hinten an, ja. Gut, den Diener muss ich, glaube ich, noch umhauen, ja. Dann ist der Trigger zu Ende. Die haben ganz schön niedrige RK. Minus 4, wow. Und Dorn, hast du irgendwas zum Sagen? Wir haben jetzt gerade alles abgeschnetzelt, was geht, ja. Dorn, Dorn, MVP. Also ich lese da nur Slog 11 Damage, ja. Ich lese da jetzt 14 Damage Wucht, 9 von 24 Dorn, 15, 8, 24 Damage Slog. Füge hier Apes Lache ein, ja? Gut so. Okay, das war zumindest die... Ja, jetzt kommt's. Hey, deine Rache ist vollendet, aber was wirst du jetzt tun, Dorn? Sehr gut, wir eiskalt über die 11 Damage. Ja, 11 Damage, das lese ich noch mal vor. Das ist ja Pillepalle, ist ja gar nichts. Ja? Aber ja, Slog war wohl auch ganz okay. Naja, Slog hat's gerichtet. Ja? Das ist so, ja. Was geschah mit Simeon vor dem Kampf? Es schien, dass er Kräfte gleich den euren hatte. Ja? Slog hat Bock, definitiv. Urgothoth, wer ist das oder was? Urgothoth ist ein Wesen jenseits unserer Welt. Wir interessieren ihn und ich interessiere mich für die Kraft, die er mir gewährt. Unser Pakt macht mich zu seinem Werkzeug. Ihr habt euer Ziel erreicht. Was gedenkt ihr nun zu tun? Ich weiß nicht viel mehr, als dass es Urgothoth nach Blut dürstet. Ein Preis, den ich für meinen Rachefeldzug gerne zu zahlen bereit war. Auch euer Weg ist mit Blut getränkt. Vielleicht sollte ich euch weiter begleiten. Ja, jetzt, wo ich es ausspreche, stimmt Urgothoth zu. Werdet ihr mich weiterhin an eurer Seite dulden? Ich wäre erfreut, euch weiterhin als Kampfgefährten an meiner Seite zu wissen. Ich schaue jetzt jemanden ganz bewusst an, ja. Gut, lasst uns von hier verschwinden. Über meine Zukunft mache ich mir später Gedanken. Was hast du da geschrieben? Dorn ist gleich Uni, Slog ist gleich NPCs aus Ashen. Ja, da sieht man mal, wer wen in den Arsch tritt im Prinzip, ne? Okay, gehen wir mal unsere Schätze durch, was wir hier haben. Für Nero gibt es ein paar Zauber, kann man immer brauchen, ja. Und was viel interessanter ist, ist das hier nämlich. Deswegen habe ich euch gesagt, also meiner Meinung nach, Skillt Dorn auf Bastardschwert, weil das, was ihr da bekommt, nicht nur schaut das absolut cool aus, ja, ist, glaube ich, so ziemlich das beste Bastardschwert im Spiel, was ihr haben könnt, ja. Und was auch noch ist, aber da nagelt mich nicht fest, ja, Anzeige ist raus, ja. Jetzt gibt's Saures hier, ja. Wenn ihr diese Nebenquest habt, ja, also zumindest weiß ich das nur, ja, dann habt ihr hier die Möglichkeit auf ein sogenanntes Elfenkettenhemd, ja, welches auf den ersten Blick nicht wirklich besonders ausschaut. Also ihr habt zuerst einmal Schlösser öffnen, Minus, Fallen finden, Minus, Taschendiebstahl, Minus. Also alles eigentlich schlechter, aber blockiert nicht das Wirken von Zaubern. Jetzt ist es natürlich so, es kann halt nicht von Druiden, Magiern, Mönchen, Schamanen oder sonst irgendwas getragen werden. Jetzt stellt sich die Hauptfrage, für wen ist das eigentlich? Ja? Wenn ihr hier einen Baden spielt in dem Spiel, ist das das Beste, die beste Rüstung, die ihr einen Baden quasi geben könnt. Ja? Weil Baden sind sehr wohl in der Lage, Magiezauber zu wirken. Mein Gepäck ist voll, jetzt hätte ich fast den Panzer vergessen.
Also Barden sind ja wohl in der Lage, Magiezauber zu wirken. Und by the way, hier habt ihr noch einen weiteren Verbündeten. Aber den Typen, nein, ich habe ihn nie mitgenommen. Wenn ihr wissen wollt, warum, ich gebe euch einfach eine kleine Kostprobe seines, wie soll man sagen, seiner sprachlichen Ausgabe. Was braucht ihr? Was grunzt ihr da? Kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Was grunzt ihr da? Kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Was grunzt ihr da? Kann ich euch helfen? So, jetzt wisst ihr, warum ich den Typen nicht mitnehme, weil das hält kein Mensch aus den ganzen Tag, ja? Was raucht ihr? Was bumst ihr da? Das, na, das halte ich nicht aus, ja? Zauber. Ich kann auch Zauber, ja? Zaubern, ja? Daraus kann man einen Remix machen. Ja, absolut, ja. Ich habe einfach mal damals zum Spaß, ja, wo das Spiel damals aktuell war, ja, hatte ich einen Freund, ja, der hat über das Spiel quasi gelächelt, weil er es nicht verstanden hat. Also ich habe ihm dann versucht, dieses Spiel zu erklären, ja, worauf er dann sehr positiv angetan war von diesem Spiel, ja, und habe ihm dann auch gesagt, du musst dann... Komplett sadistisch, das ist so typisch von mir, ja. Ich habe gesagt so, nee, lass die ganzen Magier zu Hause, weil das hier ist Quail und ich glaube, der ist Kleriker, Illusionist und ein Gnom, ja. Und ich habe ihm gesagt, du findest dann später einen richtig, richtig guten Magier, ja. Der kommt aber erst kurz vor Baldurs Tor, ja. Und dann hat er mir damals, glaube ich, eine SMS geschickt und hat gesagt, ist das der Typ Quail? Ist das der, den du meinst? Und ich so, ja, nimm den mit, ja. Und... Ich glaube, es hat nur 15 Minuten lang gedauert, ja, bis er mir die erste SMS geschickt hat und hat gesagt so, ich glaube, da stand drin, fuck you, den Typen hält kein Mensch aus und der ist scheiße, ja. Er ist halt wirklich nicht gut, ja. Oh Gott, bitte nicht Bade, ja. Ah, der ist das, ja. Aber gut, wir haben, ja, die Nebenaufgabe von Dorn erledigt, ja, und jetzt wird es Zeit, dass wir in die gleichnamige Stadt, wie das Spiel quasi trägt, hineingehen, ja, mit einer hübschen kleinen Cutscene. Peter Wanderer, bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Eda, Wanderer, bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Quatsch mich an! NPC, sprich mit mir, ja. Es ist wieder Elminster, ja, und ich wollte jetzt eigentlich einen schönen Satz machen. Willkommen in der wunderschönen, großen Hafenstadt von Baldurs Tor, aber Elminster hat's zerstört. Spitzbärtiger alter Narr. Einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen, noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall, aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Was willst du, alter Mann? Ein Vergnügen, das ich nicht teile. Lasst mich in Ruhe, alter Mann. Ja. Ob Bocker kommt, ja. Eine Kollekte für Verdreckte, bitte. Ja, definitiv, auf Verkehrte, ja. Sollen wir ihm das wirklich entgegenschmeißen? Ja, ein Vergnügen, das ich nicht teile. Lasst mich in Ruhe, Alter. Nein, ja. Es tut gut, euch wiederzusehen, aber das wäre gelogen. Na, sieh mal nicht so. Was bringt euch her? Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann durch Baldurs Tor. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme machtet. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, vor allem in Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen. Auch euer eigenes Ich. Gurion hat euch so gut er konnte aufgezogen, aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden. Und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Ja, aber er hat gesagt, der Typ weiß mehr, als was er preisgeben möchte, ja? Was wollt ihr also von mir? Er scheint so, als ob er weiß, wer wir sind, ja? Oder was wir sind, ja? Gut, was wir sind ein Halborg, ja? Aber das meine ich nicht mit dem was, ja?
Elminster, Sie wollen, sobald es geht, ich warte einfach am Eingang für 24-7, dann erwische ich sie zufällig. Ja. Was wollt ihr also von mir? Ich wollte euch gerade dieselbe Frage stellen. Elminster, hör auf, in Rätseln zu sprechen. Ihr seid schon recht weit gekommen und auch wenn meine Antworten oft nicht ganz direkt sind, helfen sie doch vielleicht ein wenig weiter. Orion tadelte mich oft für meine Indirektheit. Er selbst war ja doch Wortspielen auch nicht ganz abgeneigt. Ja, mit Indirektheit hast du es so ein wenig, ja? Die Spielchen ermüden mich, lasst mich allein. Was könnt ihr mir über Gurion erzählen? Er scheint, ich wusste sehr wenig von ihm. Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander. Jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher zeitlich weit herumgekommen, aber eine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsst. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen, ja? Er ist einfach Urionche in nervig. Ja, Urionche ist auch so, da habe ich mir auch so lange gedacht, denke ich mir, der Typ ist auch anstrengend, ja. Das ist so einer, der hält ja Monologe über Monologe und Monologe und im Endeffekt stehst du dann da und denkst dir so, der hat trotzdem nichts gesagt. Genauso ist Elminster im Prinzip, ja. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen. Welche Motive ihr auch habt, es ist stets genug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eurer Abstammung zu trotzen als den meisten anderen. Was denn für eine Abstammung? In euren Adern fließt böses Blut. Auch wenn Gurion tat, was er konnte, um euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht, mit dem, was einem in die Wege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten gegenüberzutreten. Ich erobere alles, aber von innen oder aus der Ferne. Das ist die Antwort, die Unis geben würde. Hundertprozentig, ja. Würde mir kein anderer Spruch dazu einfangen, ja. Erinnert mich so an, wer es gesehen hat, Fluch der Karibik 2. Das ist die Flying Dutchman, ja? Das sieht nicht sehr beeindruckend aus. Jack Sparrow antwortet, du auch nicht. Unterschätze sie bloß nicht. Dann geht das ganze Gespräch weiter, bis er sagt, okay, wie schaut dein Plan aus, ja? Ich gehe rüber und hole einfach, was auch immer du brauchst. Captain Jack Sparrow sagt drauf, und wenn die Crew da ist, sagt er drauf, also William Turner, steche ich alle ab, die mir im Weg sind. Als Antwort kommt nur, finde ich gut, ist simpel, ist leicht zu merken, der Plan. Ja? Mit Wortspielen kann ich euch den Mund spülen, doch seid nicht ärgerlich, ich gebe euch nur einen Messerstich. So lächerlich wie ein Messerstich. Ja? Ich erobere alles aber von innen oder aus der Ferne. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, doch ich tue, was am besten ist. Ich glaube, das passt eher auch mit unserer Gesinnung, ja. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meine guten Wünsche und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der Flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig. Sein Vorgesetzter, Herzog Eltern, ist ebenfalls rechtschaffen. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Wieder ist Elminster aufgetaucht, doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Oh Gott, Freizügigkeit und alter Mann, wieso habe ich gerade Kopfkino, ja? Er kannte Gurion offensichtlich gut und hielt ihn offensichtlich für einen geeigneten Ziehvater für mich. Er sprach auch von bösem Blut und meinem Makel, der mich verzehren wird. Wenn ich nicht aufpasse, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnungen befolgen, kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die er als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der Flammenden Faust und Herzog Eltern. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir in Elminster das empfiehlt. Gut, Scar haben wir schon kennengelernt, ja? Der hat uns ja das mit den sieben... Baldurs Tor. Sonnengesang. Quatsch mich an! Beide Städte sind randvoll mit erbärmlichem Gesindel, dass ich nicht mal meine Stiefel putzen lassen würde. Warum nicht, Dorn? Sei nicht immer so verbissen.
Ich muss mir das nicht anhören, Dorn, ja. Diese Leute sind nicht hier, um euch zu dienen, Dorn, ja. Luskan, ich schätze, ihr hattet dort was zu erledigen. Na, Luskan ist auch eine richtig, richtig dreckige Stadt in der Lore, ja. Vielleicht. Wenn wir weiterhin Verbündete bleiben wollen, muss ich ein wenig mehr über euch wissen. Na, es wird Zeit, dass du endlich Tacheles redest, unser finsterer Streiter. Was meine Vergangenheit angeht, müsst ihr nichts weiter wissen, als dass ich Verrat nicht dulde. Was die Gegenwart angeht, seid gewiss, dass nichts und niemand zwischen euch und euren Zielen stehen soll, solange ich an eurer Seite kämpfe. Wie seid ihr zu einem derart fähigen Krieger geworden? Oh Gott, ich sehe gerade, wie Uni richtig quasi aus seinem Bildschirm sitzt und blöde grinst mit diesen Antworten, ne? Als mein Stamm auf dem Grat der Welt von Ogern überfallen wurde, brachte mich meine Mutter nach Luskan in Sicherheit. Dort lernte ich die Eigenarten der zivilisierten Leute kennen. Uni. Wir beide, ja? Da haben wir noch ein Wörtchen, ne? Was könnt ihr mir über eure Zeit in dieser Gruppe erzählen? Nicht alles war schlecht zu jener Zeit. Oh mein Gott, jetzt kann ich da wieder Seelen klemmen und mit unserem finstern Streiter. Plünderten alte Tempel. Wir waren auf dem besten Weg, irgendwann zur Legende zu werden. Heute jedoch würde ich kein Blut lieber vergießen als das meiner früheren Gefährten. Warum das? Neid brachte unsere Konkurrenten dazu, uns als Grabräuber und Diebe zu diffamieren. Der Landadel sandte Häscher, um uns gefangen zu nehmen. Simeon, unser Anführer, entschied, dass es Zeit für eine Machtdemonstration war. Wir plünderten Grabstadt und schlachteten alle Männer, Frauen und Kinder ab, um dem Landadel zu zeigen, dass sie sich mit den Falschen angelegt hatten. Okay, wir bekommen gerade so ein bisschen an Vergangenheit von Dorn. Sehr blutrünstig, ja. Schweig still und hör zu, da lernst du noch was. Halt die Klappe, Uni, ja. Ich mach dir dann ein eigenes Video, nur für dich, ja, damit du endlich deine Klappe mit deinen scheiß Dorn hältst, ja. Das mach ich, Uni, ich schwöre es dir, ja. Von mir aus könnt ihr das auch klippen, ja. Es wird eindeutig Zeit, dass wir in diesem Stream feststellen, wer der bessere Halborg ist, ja. Das ist, okay, aber was geschah dann, ja? Vielleicht ein andermal. Der hat schon 16 Charisma und den kannst du nicht mal die Zunge verdrehen, den Affen. So. Gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der wundervollen Stadt Baldur's Tor angelangt, ja. Und ja, wie ihr sehen könnt, diese Stadt ist in mehrere Viertel eingeteilt. Also hier, 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 da oben, das hier, das hier. Alles gibt es quasi zu erkunden und es gibt hier echt eine Menge an Stuff und Shit, was man machen kann in dieser Stadt, ja. Zu viel, als dass man sich quasi hier ewig in einem Stream quasi aufhalten kann, ja. Kinderschlechter. Ja, so viel dazu, Uni, ja. Diese Spannung, ja. So richtig der Vegeta bekommt seinen Mund nicht auf, wenn er gefragt ist und wenn es am gemessen ist, schweigt er Reden, die keiner braucht. Ja, definitiv, ja. Vegeta ist auch so ein richtiger Lappen, ja. So ein richtig sinnlos Charakter in meinen Augen, ja. Aber okay. Dorn, meine Vergangenheit hat euch nicht zu interessieren. Auch Dorn. Erzählt seine halbe Lebensgeschichte. Ja, definitiv, ja. Und da glaubt man immer, Frauen seien anstrengend. Ne? Deswegen ja nur die halbe Lebensgeschichte. Achso, die andere Hälfte darf ich dann irgendwann anders sehen, Klempner, ne? Okay. Gut. Bevor wir das Ganze weitermachen, ich würde nämlich eine kleine Pause machen wollen, Leute, ja, wenn wir jetzt schon hier da sind, ja, um mir so, ja, ein bisschen gedanklich was zu überlegen in Form von, wie wir da das Ganze angehen mit Baldur's Tor, beziehungsweise bevor ich das mache, also das habe ich jetzt hier nur so nebenbei aufgedeckt, ja, sollten wir zumindest einmal eine kleine Rast machen, ja, ihr macht mich fertig. Ja, Tommy, was glaubst du, wie es mir geht, also was... Ah, Moment. Bevor wir das machen. Ich habe ja noch gesagt, ich habe ja jetzt quasi vor, hier in der Stadt so ziemlich die besten Gegenstände zu holen oder die wichtigsten Sachen zu
plündern, die man haben kann, ja. Ihr seid verdrossen, ich habe nur euren Sohn verdroschen. Nehmt den Beutel voll Geld und, bin in meinem Heim ein Held. Doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie, dennoch fahre ich auf den Bergen Ski. Ein Wortspiel, der keinen Sinn ergibt, oder habe ich mich doch vertippt? Dann beachte diesen Kommentar nicht, denn ich habe im Kopf einen Stich. Bitte nicht wundern, mir war danach. Ey, das ist echt toll, ja? Kann man nichts sagen, ja? Was für ein Glück, eine Frau zu sein. So, die erste Sache, was ich mir gleich mal holen kann, ja? Hallo, mein Freund. Kennwort, was für ein Kennwort bei der neuen... Ja, ich weiß das Kennwort, ja? Das Kennwort ist Favrde. So ist richtig, Kollegen, ihr könnt jetzt alle reingehen, ja? So. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Guck mich nicht so an, ist doch offensichtlich, oder? Ich meine, könnte ja kein anderes Passwort sein, ne? Hast du keinen Platz mehr, oder wie? Der hat wirklich keinen Platz mehr. Der schießt zu viel mit Pfeilen herum, ne? Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Boah, Minsk. Was für ein Glück, eine Frau zu sein. Wo ist es denn, ne? Zaubern ist nicht da, ist so es, glaube ich. Bei mir aussehen mag. Ja, her damit, ja. Ich muss mich ausruhen. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Das ist eigentlich eine Diebesgilde oder Schurkengilde, wenn ihr das genau wissen wollt. Ja, wo man dieses Passwort nochmal herbekommt, dürft ihr mich nicht fragen. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr die Antwort schon im Vorhinein geben. Ich glaube, das lernt ihr irgendwo, das Passwort, ja. Oder ihr seid halt einfach so gut wie ich, ja, und wisst das Passwort schon, bevor ihr es überhaupt wisst, ja. Ich als Experte der Gedichtsinterpretation, dank des Wissens meiner schulischen Vergangenheit, muss gestehen, Hut ab, not bad. So, wir werden erstmal eine kleine Pause machen, weil natürlich so jemand wie Dorn immer nur am Rummeckern ist, ja. Was wird erledigt? Nein, hört auf mich anzuquatschen, ich werde gleich zum Mörder. Ei, ihr seid also alle Kämpfer und Magier und Monstertöter, wie? Wir mögen nicht alle Kämpfer und nicht alle Magier sein, aber jeder von uns hat schon ein Monster in seinen Todeskampf geschickt. Warum fragt ihr? Entlang der Straßen sieht man Räuber aller Arten. Doch am schlimmsten sind die Hobgoblins, tut uns doch einen Gefallen und durchbohrt sie mit dem Schwert. Ja, großartig. Vielen Dank für diese wunderbare Mitteilung, mein Herr. Und jetzt, go fuck yourself, ja. Ich nehme die Blumen gerne entgegen, ja. Ja, dann geh halt nicht vor der Pause in jedes Gebäude mit potenziell anquatschenden Leuten. Ja, ich kann mich sonst nirgendwo ausruhen. Ich kann mir nicht als Penner auf die Straße stellen und sagen, hier, ich stelle jetzt mein Zelt auf, ne? Ich meine, kann ich schon machen, aber dann hört ihr die ganze Zeit, ich diene der flammenden Faust. In dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume. Okay. Wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt, sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen, während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab.
Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. Äußerst seltsam wieder dieser Traum. Zumindest haben wir dadurch aber etwas Neues gelernt wieder, und zwar Gift verlangsamen, ne? Ja. Tja, die Träume machen im Moment noch nicht wirklich viel Sinn. Das wird noch eine Zeit lang gehen über die Kapitel, bevor wir dann letztendlich wirklich herausfinden, was diese Träume uns eigentlich sagen wollen damit. Ja? Aber Leute, ich werde hier eine kleine Pause machen von, sagen wir, circa 15 Minuten. Ich denke, das ist gut, ja. Und ja, dann mache ich weiter noch so circa anderthalb bis zwei Stunden mit Baldur's Gate, entschuldige, ja. Jetzt ist ein bisschen das Deutsche durchgekommen, ja. Und ja, bleibt dran, wenn es euch gefällt, schaltet aus, wenn ihr keine Lust darauf habt, ja. Vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung, ja. Ich habe großen Spaß und ich möchte noch ein bisschen was erreichen. Wir haben es endlich in die Stadt geschafft, nach all unseren Abenteuern. Ich meine, seht euch das mal an, was wir hier alles schon erforscht und erkundet haben, beziehungsweise noch nicht aufgedeckt haben oder noch nicht erforscht und erkundet haben. Baldur's Tore, daher kommt die Lore, ja? The lore comes from Baldur's Tor, ne? Jo, ich sag, ich bin Kommandant. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal, je nachdem, ja? Tschüss.